Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Mitglieder der Polytechnischen Gesellschaft, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen heute Abend zu unserer letzten Vortragsveranstaltung in unserer Reihe Böse Forschung? Fragezeichen. Mein Name ist Volker Moosbrugger und ich begrüße Sie hier als Präsident der Polytechnischen Gesellschaft. Mit der Wahl dieser Thematik, böse Forschung, wollten wir deutlich machen. Mit der Wahl dieser Thematik, böse Forschung, wollten wir ein Thema aufgreifen, das uns besonders am Herzen liegt, nämlich, dass man bei allem, was man tut und macht, genau nachschauen muss, wem es eigentlich nützt und wozu es gemacht wird. Das heißt, auch Wissen und insbesondere auch Forschung ist natürlich ambivalent. Sie können zum Positiven wie auch zum Negativen eingesetzt werden. Sie alle kennen das Diktum von Paracelsus für die Medizin: die Dosis macht das Gift. Und wenn wir über Forschung reden, dann kann man in Abwandlung dazu. Sollen wir dieses nehmen? Dann hoffe ich, gut. Ich hoffe, es gibt keine Rückkopplungen. Vom Paracelsus stammt das Diktum, nicht, die Dosis macht das Gift. Das gilt für die Medizin. In der Abwandlung kann man sagen, für die Forschung gilt der Zweck und die Wirkung, die eine Forschung hat, entscheidet darüber, ob eine Forschung nun gut oder böse ist. Und das heißt, und das ganz im Sinne der Aufklärung, die ja die geistige Mutter unserer Polytechnischen Gesellschaft ist, man muss in einem demokratischen System schon verstehen, wozu eine Forschung im Guten wie im Bösen dienen kann, um eben das Gute zu fördern und das Böse einzuhegen. Und genau in diesem Sinne haben wir in unserer Veranstaltungsreihe Böse Forschung, Fragezeichen, viele verschiedene Forschungsfelder gestreift. Angefangen mit einem Highlight, nicht über die Bösewichte bei James Bond, dann über Militärtechnologie, täuschendes Marketing, extremes Greenwashing, künstliche Intelligenz, böse Rhetorik, Stammzellforschung oder zuletzt die Transmutationsforschung. Alles Themen, die natürlich ambivalent diskutiert werden und dies auch zu Recht. Heute in unserer letzten Veranstaltung der Reihe Böse Forschung, Fragezeichen, wollen wir uns einem aktuell besonders relevanten Forschungsfeld zuwenden, nämlich den Wirtschaftswissenschaften. Und dabei fragen, wie sehr sind die wirtschaftlichen Ideen des Freihandels, der Globalisierung nicht nur positiv zu sehen, sondern eben auch verantwortlich für die heutige große Weltunordnung, wie sie Carlo Massala in einem gleichnamigen Buch beschreibt. Ohne Zweifel haben Freihandel und Globalisierung zunächst einer globalen Verbesserung der Lebensumstände für heute 8 Milliarden Menschen geführt. Das zeigen zumindest alle Indikatoren der Vereinten Nationen, insbesondere der Human Development Index. Aber sie haben auch dazu geführt, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer größer werden. Sie haben zu sozialen Spannungen geführt, zu kriegerischen Auseinandersetzungen sowie ganz extrem auch zu einer Ausbeutung des Naturkapitals mit den Folgen Biodiversitätsverlust, Klimawandel und so fort, wie wir alle genau kennen. Und mit dieser Ambivalenz von Freihandel und Globalisierung wollen wir uns heute befassen. Dazu hören wir zunächst einen Vortrag von unserem Referenten, Professor Achim Wannbach, den ich hier ganz herzlich begrüßen möchte, auch als einen ehemaligen Kollegen. Er ist nämlich Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftswissenschaften und einer der 10 einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland, wie die FAZ festgestellt hat. Unsere Moderatorin Dorothee Holz wird ihn Ihnen gleich näher vorstellen, auch einige Vorbemerkungen noch zu dem Vortrag machen. Frau Holz ist Ihnen sicher allen auch bekannt. Sie ist Finanz- und Wirtschaftsredakteurin beim Hessischen Rundfunk und eben ein Mediengesicht aus der ARD
Börsenberichterstattung. Wir freuen uns also sehr, Frau Holz, dass Sie uns den heutigen Abend gemeinsam mit Herrn Wambach gestalten. Nun überlasse ich Ihnen das Feld und freue mich auf einen spannenden Vortrag, eine spannende Diskussion und spannende Erkenntnisse. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor allen Dingen freue ich mich wahnsinnig darüber, dass es so voll hier ist. Die letzten Male war es ganz leer bis nur halb voll. Also die Zeiten haben sich wieder normalisiert und das ist sehr schön, mit und vor Publikum das zu machen, zu diesem hochspannenden, hochaktuellen Thema. Darüber freue ich mich besonders, auch mit Professor Wambach zu diskutieren. Professor Achim Wambach ist nicht der Talkshow-Typ, auch wenn sein Rat sehr gesucht ist. Denn seit 2006 berät er das Bundeswirtschaftsministerium in sehr unterschiedlichen Regierungskonstellationen. Er selbst bezeichnet sich als Kommissionstyp, der lieber Gutachten schreibt, als in die Öffentlichkeit zu gehen. An den Finanzmärkten ist er allerdings sehr präsent, und zwar durch den monatlich veröffentlichten ZEW-Index, der just heute veröffentlicht wurde und ausgerechnet heute mit extrem guten Nachrichten. Ich denke, das war durchaus geplant. Dieser Index ist das Konjunkturbarometer von Ökonomen, von Großinvestoren, und Achim Wambach ist seit 2016 Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Im gleichen Jahr wurde er auch Vorsitzender der Monopolkommission bis zum Jahr 2020. Passend zu seinem Credo, dass ein funktionierender Wettbewerb entscheidend ist für eine Marktwirtschaft. Er ist Professor der Volkswirtschaftslehre in Mannheim und hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Klima muss sich lohnen«, Untertitel »Ökonomische Vernunft für ein gutes Gewissen«. Ökonomische Vernunft für ein gutes Gewissen. Ist die Ökonomie vernünftig? Steht sie per se für rationales Handeln? Daran darf gezweifelt werden. Ist es nicht vielmehr so, wie wir von Thomas Sedlacek gelernt haben, dass die Vorstellungen, die wir von der Wirtschaft haben, letztendlich auf Glaubensvorstellungen fußen? Dem folgend dominierte in den vergangenen 30 Jahren der fast blinde Glaube an den Markt. Nichts steht so sehr dafür wie die Globalisierung. Effizient, freier Handel, dahin gehen, wo es am günstigsten ist, eine Win-Win-Situation, verbrämt mit dem Glaubenssatz Wandel durch Handel. Man glaubte, dass Krisen beherrschbar sein können. In Wirklichkeit stolpern wir aber von einer Krise zur nächsten. Angefangen mit der Finanzkrise 2008-2009, die zur größten Weltwirtschaftskrise führte seit dem Zweiten Weltkrieg. Damals hieß es, Wirtschaftswissenschaften haben versagt. Die Euro- und Schuldenkrise folgten auf dem Fuß. Kaum herrschte etwas Ruhe, kam Corona. Und am 22. Februar 2022 schließlich der russische Einmarsch in die Ukraine. Mit dramatischen ökonomischen Verwerfungen. Externe Schocks, die aber die Fehler im System erst recht offengelegt haben. Der freie Handel hat lange für Wohlstand gesorgt, bei uns. Hat aber in Wirklichkeit zu immer größerer Abhängigkeit geführt und zu immer mächtigeren autoritären Systemen. Statt Kooperation gibt es mehr Konfrontation, gibt es mehr Abschottung. Selbst in Davos, wo heute das Weltwirtschaftsforum eröffnet wurde, dem Globalisierungsmekka schlechthin, hat man den Abgesang eingeläutet. Die Hyperglobalisierung ist gescheitert, der Glaube an die reine Marktlogik in Verruf geraten. Woran sollen wir aber jetzt glauben? An die alte Frage, Staat, mehr Staat, weniger Markt? Wie soll ökonomische Vernunft aussehen? Darüber wollen wir diskutieren und darüber freue ich mich sehr, bald zu sprechen mit Professor Wambach. Aber hören wir zunächst seinen Vortrag. Ja.
tut es. Ist das? Sehr gut. Ich probiere es mit dem Mikrofon. Ja? So. Also erstmal. Ist schon an. Dann, genau, dann gehe ich ein bisschen davon weg und damit keine Rückkopplung ist. So, so bin ich gut zu hören. Ja, wunderbar. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Abend. Schön, dass Sie da sind. Als ich den Titel gelesen habe, Böse Wissenschaften, wir Ökonomen sind ja nicht die bösen Wissenschaften, sondern die düsteren Wissenschaften. Dismal Science ist die Ökonomie genannt worden, schon vor über 150 Jahren, als Malthus die Vorhersagen gemacht hat, dass die Weltbevölkerung ja exponentiell wächst und die Ernährung nur linear, und dann waren wir die düsteren Wissenschaften, und der Begriff ist hängen geblieben. Also den hört man doch häufiger. Also insofern ein passender Abschluss für diese Reihe. Wir enden mit den düsteren Wissenschaften. Den Vortrag, ich habe mich sehr darauf gefreut, den heute zu halten, weil die Ökonomie tatsächlich in den letzten Jahren doch stark in die Kritik gekommen ist. In den ganzen Krisen, die Ökonomie des freien Marktes, des Neoliberalismus, wenn man so Schlagworte nennen will, aber dass man sich schon auch sozusagen, das ist ja jetzt auch Anlass für mich zu sagen, was ist denn eigentlich da in die Kritik gekommen, was funktioniert nicht, und das werde ich im ersten Teil, werde ich auf die Krisen eingehen, im zweiten Teil, wie denken wir denn jetzt über die Globalisierung nach, was sind das für Auswirkungen für die Globalisierung. Wenn wir mal mit den Krisen anfangen, genau, also die Krisen, der Markt versagt. Wir haben ja wirklich ein ordentliches Paket an Krisen in den letzten Jahren gehabt. Mein Sohn, der hat jetzt gerade Abi gemacht, ich habe gesagt, in seiner Schulzeit hat er mehr Krisen gehabt, als ich in den letzten 40 Jahren davor. Aber er sagt, an die erste erinnert er sich nicht richtig, die Finanzmarktkrise, also da war er erst 10. Aber sie war natürlich extrem einschneidend, diese Krise. Der Auslöser war es nicht, der Auslöser gibt es ja immer viele Ursachen, aber als Zeitpunkt nehme ich hier die Insolvenz von Lehman Brothers, die Finanzmärkte weltweit erschüttert hat. Und zwar so, dass eine Kernschmelze des Finanzmarktsystems nicht auszuschließen war. Und Frau Merkel und Herr Steinbrück haben sich ja auch vor die Kamera gestellt und gesagt, die Einlagen sind sicher. Die Sorge vor Bankruns, dass Leute zu den Banken laufen, ihre Konten plündern, die war ernst zu nehmen. Und was die aber zeigt, deswegen habe ich das Bild hier drin, die Märkte haben es nicht hinbekommen. Die Märkte konnten das Problem nicht lösen, da musste die Politik eingreifen, da musste die Politik einschreiten mit viel Geldern, mit viel Unterstützungsmitteln weltweit, weltweite Koordinierung. Wir hatten dann ja anschließend noch in Europa die Euro-Krise, die hatten die Amerikaner nicht, das war unsere Krise sozusagen, und auch da mussten die Zentralbanken, Mario Draghi, mit whatever it takes einschreiten. Es war klar, die Märkte kriegen es nicht hin. Die Queen war an der London School of Economics und hat diesen Satz, den ich danach sehr häufig zu hören bekommen hatte, ich war dann auch Vorsitzende der Ökonomenvereinigung, sie hat gesagt, why did nobody notice it? Ja, ihr Ökonomen habt versagt in der London School of Economics. In der Ökonomie ist dann einiges geschehen und ich werde nachher auch ein bisschen darauf eingehen, aber da gab es auch viele Selbstzweifel in der Ökonomie, unterrichten wir das Richtige, machen wir die falschen Dinge. Das muss man Ökonomie, die Wirtschaftswissenschaften trennen von der Wirtschaft. Ja? Und hier ist zum Beispiel ein Punkt, dass die Banken, das hat ja was mit der Regulierung der Banken zu tun. Wir regulieren ja nicht Banken, wir sind ja Wissenschaftler, das machen schon die Regeln machen die Politik und dann gibt es die Bankregulierung. Aber es war natürlich so eine Stimmung da, die Märkte kriegen das schon hin, die Banken kriegen das, die haben es nicht hinbekommen. Die zweite Krise ist die Corona-Covid-Krise. Auch hier als Auslöser habe ich jetzt Ischgl aus Österreich, tut man Ihnen vielleicht Unrecht, ich wollte ein Datum nehmen, Februar, März 2020. Also schon einiges her, aber man kann sich noch gut daran erinnern, wie viel Unsicherheit da auch war. Zu dem Zeitpunkt wusste man ja gar nicht, was das für uns bedeutet, und die Wirtschaft, auch die Börse war zuerst noch hoch und dann irgendwann haben sie es realisiert und dann ist alles eingebrochen. Auch die Krise haben die Märkte nicht hinbekommen. Der Staat musste eingreifen mit massiven Mitteln. Und hier habe ich Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier, die Pressekonferenz hatten. Und der Spruch war von Olaf Scholz, der da kommt gleich nochmal mit seinem Doppelwumms, der die Bazooka gewählt hat. Aber was stand dahinter? Ein Unterstützungsprogramm für die Industrie ohne Limit.
Ja, natürlich alle Ökonomen, die sagen, ohne Limit geht ja gar nicht. Also irgendwie muss der Haushalt und also ohne Limit ist, aber er hat gesagt, also egal wie viel es wird, wir unterstützen das und die Wirtschaft, wie gesagt, brauchte die Unterstützung des Staates. Ich habe hier ein Zitat von meinem Kollegen aus Berlin, weil das so schön formuliert ist. Ich würde schon sagen, dass die Corona-Krise so etwas wie der letzte Sargnagel für den Neoliberalismus ist. Unter Neoliberalismus zu verstehen, kriegen es die Märkte alleine hin. Ja, und die kriegen es nicht hin. Ja, das, und dann haben wir gedacht, die Krise ist vorbei. Und dann kam der Krieg in Europa, Russland beginnt ein Krieg mit den Konsequenzen, die wir spüren, gerade im Lebensmittelbereich. Wir spüren die inflationären Konsequenzen, aber natürlich gerade im Energiebereich. Und auch hier muss die Regierung wieder helfen. Wir haben die Gaspreisbremse, also nicht nur den Unternehmen, sondern auch uns Haushalten. Die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, 200 Milliarden und das ist der Doppelwumms. Ja, weil anscheinend die Wumms-Dimension 100 Milliarden ist. Ja, nur falls Sie mal das irgendwann brauchen, für welche Zwecke. Also das ist der Doppelwumms. Und er hatte deswegen, also auch hier Märkte haben es nicht geschafft und das rechte Bild wieder. Und die Wirtschaftswissenschaften haben versagt. Das ist ein Zitat auch von ihm bei Anne Will, glaube ich, war das, wo er gesagt hat, es ist unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenrechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Was war passiert? Eine Gruppe von Ökonomen hatte ein Modell berechnet. Was hat es für Konsequenzen, wenn wir auf russisches Gas verzichten, wenn wir ein Embargo machen? Und dann kamen die Modelle auf ein Ergebnis, dass das uns ungefähr 3% des BIP kosten würde. Und das sagte das Modell. Das Modell hat aber dazu geführt, dass eine Diskussion gestartet war, wir sollen ein Embargo machen. Und auch die Ökonomen, die daran beteiligt waren, haben das teilweise sehr stark vorangetrieben, diese Forderung. Und die Regierung wollte kein Embargo machen, hat sie auch nicht gemacht und hat das Modell sehr stark kritisiert und das hat er in dieser Sitzung gesagt. Also, die Krisen haben gezeigt, der Markt kriegt es nicht hin, wir brauchen eine sehr starke, aktive Rolle des Staates und das Fach ist kritisiert worden, die Wirtschaftswissenschaften sind kritisiert worden und dass also die Gedanken, die Modelle, die wir haben, dass die vielleicht nicht so wirken, wie sie sollten. Soweit die negative Sicht, ja, und die auch sozusagen, mit der man also häufig konfrontiert wird. Jetzt kommt die positive Sicht. Die Krisen, die sind eine Sternstunde, ich ziehe es natürlich, aber die Kritik habe ich auch überzogen, eine Sternstunde des Marktes und der Wirtschaftswissenschaften. Warum? Das Erste, das ist wirklich frappierend, also das wäre auch meine Antwort an die Queen gewesen, man kann den Ökonomen, das ist ein bisschen im Bereich wie eine Meteorologie. Wir wissen nicht, wie das Wetter morgen wird, aber wir können Tendenzen feststellen und wir können was dagegen machen. Und das ist, finde ich, schon extrem beeindruckend, wenn ich die erste Folie zeigen kann, ist, wie wir mit Krisen heutzutage umgehen. Und das ist ein Verdienst natürlich der Politik, das war ein Verdienst der Wirtschaftswissenschaften. Und also wenn Sie erstmal links anfangen auf dem Bild, also was hier eingezeichnet ist, ist das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, aber normiert. Also hier das ist bis 1990 und weil dann ja die Wiedervereinigung war, ist das hier eine Reihe, die müsste natürlich eigentlich höher sein, aber weil das hier auf 100 normiert ist und hier auf 100, sieht das jetzt so aus. Aber den Punkt, den ich machen will, ist zwei Punkte. Das eine ist, da kann man sich ruhig gerne dran erinnern, seit 1970 hat sich unser BIP mehr als verdoppelt. Wir sind durch die soziale Marktwirtschaft unglaublich wohlhabend geworden. Ja, wir wohnen in größeren Wohnungen, wir fahren größere Autos, Urlaubsreisen sind nicht mehr nur national, es wird mehr geflogen und manche sagen, das brauchen wir alles gar nicht, aber die Medizin hat sich auch sehr stark entwickelt. Wenn man heute vergleicht zu 1970, eine dramatisch andere Medizin, also wir haben uns sehr, sehr stark entwickelt. Aber das ist nicht das Thema heute, wir reden hier über Krisen. Nur was man hier sieht, also das ist die Entwicklung, da sieht man keine Krise. Man sieht kaum Krisen. Hier war die Ölkrise, Erdölkrise und hier auch. Und dann haben wir hier, die ist natürlich jetzt hier ausgelegt, ich komme gleich auf die rechte Folie, aber hier ist die beiden, die ich geschildert habe, die Finanzmarktkrise und das ist jetzt die Covid-Krise. Die sind da, aber
wenn ich hier von 60 auf, also von 100, dann geht es hier von 100 nochmal, also verdoppelt. Man merkt sie nicht, die Krisen. Man merkt die Krisen nicht in Zahlen. Das führte so weit, dass die Wirtschaftswissenschaften zwischenzeitlich dachten, wir müssen eigentlich kaum, uns keine Gedanken um Konjunkturpolitik machen. Es gibt immer so ein bisschen Einbruch, aber dann geht es ja wieder hoch. Wo ist das Problem, wenn man diesen Verlauf sieht? Ja. Die Wissenschaft hat sich da schon verbessert. Was wir jetzt merken, ist, das Problem ist schon auf der individuellen Ebene. Also wenn Sie arbeitslos werden in der Krise, dann haben Sie ein echtes Problem. Und als Individuum, und wenn man das berücksichtigt in Modellen, also im Durchschnitt werden wenig Leute arbeitslos, aber wenn man diesen einen berücksichtigt, hat das schon sehr hohe Kosten. Man sieht auch, wenn zum Beispiel Leute zu Ende studiert haben, wenn die in der Krise anfangen, einen neuen Job anzutreten, das bleibt bis zum Lebensende, kriegen die weniger Gehalt, als wenn die 2 Jahre vorher den Job angefangen hätten oder 2 Jahre später, wo die Wirtschaft wieder ordentlich macht. Das, also die Krise hat Auswirkungen. Also Krise ist wichtig. Ja, aber was man sieht, ist hier, dass man sie kaum sieht. Und aber was ich noch viel beeindruckender finde, ist diese rechte Seite. Weil was wir hatten bis 1900, also eigentlich bis 2000, bis zu den Hartz-Reformen, wir hatten, ne, das ist die Arbeitslosenquote. Das ist eine, war hier der Boom und dann hier die erste Krise, Erdölkrise hat die Arbeitslosigkeit erhöht, bisschen zurückgegangen, zweite Krise erhöht, zurückgegangen, jetzt kam die Wiedervereinigung, der Boom der Wiedervereinigung, dann kam die Krise, Arbeitslosigkeit erhöht, dann ging es wieder ein bisschen besser und die nächste Krise, die Jahrtausenderkrise und Arbeitslosigkeit hoch. Und mittlerweile, man sieht die Krisen nicht mehr. Die Krisen finden am Arbeitsmarkt nicht mehr statt. Und das ist schon eine Leistung der Politik, aber auch der Ökonomie. Die Kurzarbeiterprogramme helfen hier immens, die Förderprogramme der Regierung. Es ist keine Diskussion mehr, soll die Regierung in der Krise unterstützen. Nein, das ist die Aufgabe der Regierung, da zu unterstützen. Und der Arbeitsmarkt hat sich entkoppelt von der Konjunktur. Ich finde es eine Riesenleistung, dass wir jetzt nicht auch heute noch über Arbeitsmarktprobleme zusätzlich diskutieren müssten, was eigentlich der normale Fall wäre, dass wir sagen würden, jetzt haben wir die Krise, wir haben auch massive Arbeitsmarktprobleme. Da hat die Ökonomie, glaube ich, schon ganz viel geleistet. Und sie lernt in jeder Krise mehr. Das ist natürlich auch Krisenerfahrung. Die zum Beispiel aus der Finanzmarktkrise sind entstanden neue Regulierungen für Banken, ein European Systemic Risk Board, was sich die systemischen Risiken anschaut. Also wir lernen immer mehr aus der Krise und wir können mit Krisen immer besser umgehen. Und insofern, das ist tatsächlich etwas, wo die Wirtschaftswissenschaften und auch das Verständnis, das muss ja von den Wissenschaften durchdringen in die Politik, wo wir da ein gutes Stück weiter vorangekommen sind. Zweite Bild, was ich hier habe, ist, wo man sagt, man sollte die Märkte nicht zu schnell aufgeben und sagen, die funktionieren nicht. Das ist hier im Covid-Bereich der unglaubliche Erfolg, den wir hatten in der Impfstoffentwicklung. Viel privates Kapital, viele private Unternehmen her, aber auch der Staat, der geholfen hat. Es gab hier einen Aufruf im März, im Mai 2022, falsches Datum, in der New York Times, das 4. Mai 2020, hier steht es auch, dass der Staat massiv eingreifen soll. Das sind Methoden des Marktdesigns, die hier angewandt wurden, Advanced Market Commitments, also dass der Staat einen Markt schon bereitstellen soll, damit die Unternehmen anfangen zu forschen. Die Amerikaner haben das auch gemacht, die Operation Warp Speed. Das ist eine Leistung der amerikanischen Regierung. Die Europäer haben sich da sehr elegant zurückgehalten. Ja, da kann man uns wirklich bei den Amerikanern bedanken, dass die da so massiv investiert haben. Und wenn man sich anschaut, das ist hier so ein Vergleich, wie lange dauert so eine Impfstoffentwicklung in der Geschichte. Also bei Polio waren es fast 90 Jahre und die anderen Bereiche, hier sind wir in einem Jahr. In einem Jahr ist der Impfstoff entwickelt worden. Ein Riesenerfolg, war so nicht abzusehen. Und die Entdeckungskraft des Marktes, die Forschergeiste, wenn man wirtschaftlich sich lohnt, dahinter zu klemmen, das zeigt sich da sehr gut. Und dritter Punkt, den ich machen will, ist, wo in der Krise zeigt, dass die Unternehmen, dass die Wirtschaft doch auch auf ihre Art funktioniert, ist jetzt hier, das ist ein Bild für die jetzige Krise, in der wir sind. Und was sieht man auf dem Bild? Wie viel haben die Unternehmen, die Industriekunden eingespart wöchentlich im Vergleich zum Vorjahr ist es hier? Die Veränderung zum Vorjahr. Es gibt die Grafik auch temperaturbereinigt, aber in der Industrie ist ja meist der Gasverbrauch ist ja nicht Wärme. Der Wärmeverbrauch ist erst hier hinten. Und das ist gut hier, das geht in die 30% rein. Die Industrie hat sehr stark auf die Preise reagiert und dass Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, mittlerweile
leichte Entwarnung gibt. Ja, also dieser Winter sieht ganz gut aus. Hat auch damit zu tun, dass auf Industrieseite das Einsparen funktioniert. Wir waren alle etwas nervös, ob es auf Haushaltsseite funktioniert. Bisher sieht es ganz gut aus, dass die Haushalte auch einsparen. Allerdings muss man sagen, es ist gut, dass der Winter ein warmer Winter ist. Das hilft uns allen. Ja, das, aber worauf ich hier hinaus will, ist, die Unternehmen reagieren. Die reagieren auf Preise, die Marktwirtschaft funktioniert. Und auch in Corona haben wir das schon gesehen. Maskenentwicklung. Viele Unternehmen haben auf Masken umgestellt, ja, weil sie dann sich Sockenhersteller haben dann Masken hergestellt. Zu Anfang wussten wir noch nicht genau, was die richtigen Masken sind. Die es konnten, haben da ihren Beitrag zu geleistet. Wo der Markt, wo die Marktsignale funktionieren, da wird dann auch, da setzt sich der Markt ein. Deswegen will ich hier ein gemischtes Bild sozusagen vertreten. Ja, es gibt in der Krise hat der Staat eine ganz wichtige Aufgabe. Ich glaube, gerade auch in der Krise haben die Wirtschaftswissenschaften eine richtige, wichtige Aufgabe. Wie sollte der Staat eingreifen? Wie sollte man die Kräfte der Wirtschaft nutzen? Wo kann man sie nutzen? Und das funktioniert. Wir sehen jetzt, also in der jetzigen Krise auch wieder die Arbeitslosigkeit, die hält sich extrem gering. Das war vor 20 Jahren, wäre das nicht denkbar gewesen. Ja, das ist, und Arbeitsmarktpolitik ist eines der besterforschtesten Bereiche in den Wirtschaftswissenschaften. Wir haben gute Daten dazu und die Hartz-Reformen, die stehen im Gesetz drin, sie müssen evaluiert werden. Wenn wir das mal in anderen Gesetzen hätten, würde es uns in vielen Bereichen besser gehen. Die werden regelmäßig evaluiert, die Arbeitsmarktmaßnahmen. Wirken sie oder wirken sie nicht? Und was wirkt, wird behalten, was nicht wirkt, wird nicht mehr gemacht. Also das finde ich ist schon ein großer Erfolg. Jetzt zur Globalisierung. Also mit dem Blick auf die, und Sie merken, mein Tenor ist so ein bisschen, ne, man kann in beide Richtungen denken und das ist, um noch ein Bonmot neben dem Dismal Science, Harry Truman hatte ja diesen Spruch, der wird ihm nachgesagt, ich hätte gern einen einarmigen Ökonom. Und wieso einen einarmigen, sagt er, ja, weil die kommen immer und sagen, on the one hand and on the other hand. Und ich möchte gerne eine klare Empfehlung haben und nicht dieses mal hier und mal da. Und sozusagen mein Vortrag hat eher dieses mal hier, mal da Charakter, aber so ist es nun mal. Es gibt häufig Argumente dafür und dagegen. Also, Globalisierung, die große Sorge, vor der wir stehen, und das ist jetzt auch die Konsequenz dieser Krise, die Konsequenz der letzten Krise, Abhängigkeiten. Sind wir abhängig? In der letzten Krise waren Lieferketten, haben nicht funktioniert. Übrigens nicht nur die Lieferketten nach China, sondern auch zu Anfang der Krise die nach Italien haben nicht funktioniert, weil in Italien war die Krise, also da haben wir die Sachen nicht bekommen. Sind wir abhängig, aber natürlich primär China. Und China ist so relevant, wenn man es hier im Vergleich sieht, ne, also dass die Größenordnung unserer In- und Exporte nach China und Russland wesentlich wichtiger als Russland, unser wichtigster Handelspartner. Vielleicht eine ermunternde Aussage hier, es gibt die Studien, die sich anschauen, wie viel wäre unser BIP geringer, wenn wir mit China keinen Handel mehr machen würden. Also wenn wir komplett Handel auflassen. Das ist so eine Makrostudie, sind immer so ein bisschen, die schauen sich an, wie ist die Welt mit dem Handel und wie ist die Welt ganz ohne Handel. Die schaut sich nicht an, wie man da hinkommt. Ja, das ist, aber das sind so Gleichgewichtsmodelle. 1%. Unser BIP ist um 1% geringer. Die hat sich auch angeschaut, wie viel wäre unser BIP geringer, wenn wir mit Russland keinen Handel mehr machen. 0,4%. Wenn wir genügend Zeit haben, deswegen sagt der Übergang, sagt die Studie nicht, aber wenn wir wüssten, in den nächsten, also in 10 Jahren dürften wir nicht mehr mit Russland Handel machen, würden wir es überhaupt nicht sehen. Russland ist ein kleines ökonomisches Land, also für ökonomische Zwecke, dann würden wir, hätten wir die LNG-Terminals gebaut, dann würden wir das kaum in den Zahlen sehen. Dieser Abruptstopp mit Russland, den sehen wir in der Wirtschaft. Und mit China ist es so ähnlich. Wenn wir es jetzt abrupt stoppen würden, wäre es ein Riesenproblem. Deswegen hat ja die Regierung auch eine Rohstoffstrategie gestartet, eine China-Strategie wird entwickelt. Aber wir sollen auch nicht so tun, als ob wir komplett abhängig sind. Also wenn wir sozusagen, wenn wir uns da gut aufstellen, glaube ich, können wir da auch mit China gut umgehen. Nichtsdestotrotz, die Abhängigkeiten sind das große Thema. Wie kommen wir von den Abhängigkeiten weg? Und vielleicht... Entschuldigung, eine allgemeine Aussage ist Wandel durch Handel. Und das geht so ein bisschen zum Thema, ist der Freihandel, funktioniert er? Und da gibt es ja jetzt große Skepsis dran. Ich habe hier Lars Klingbeil, hat er bei der Ludwig-Erhard-Stiftung, glaube ich, erzählt, Wandel durch Handel, wie wir es bisher praktiziert haben, ist gescheitert. Und rechts habe ich Shanghai
1990 und 2020. Ja? Also ich glaube, die Chinesen würden sagen, Wandel durch Handel hat schon ziemlich stark stattgefunden. Ja? Die wären nie so wohlhabend wie heute, wenn sie nicht im internationalen Handel drin gewesen wären. Die Frage ist, was für ein Wandel findet da statt? Ja, der Wandel zu einem demokratischen System, der hat nicht funktioniert. Das war ja die Hoffnung, dass er dahin funktioniert. Der Wandel zu einem stabileren Weltordnung, da zeigen die Studien eigentlich schon. Also Länder, die Handel treiben, machen weniger Kriege. Das gibt es auch ein paar Gegenargumente, aber die bisschen Empirie, man hat ja jetzt nicht so viel Empirie, die gehen in diese Richtung. Denkmodell, nehmen wir an, wir hätten China komplett ausgeblockt. China wäre wie Nordkorea, mit denen machen wir nämlich keinen Handel. Weiß ich nicht, ob uns das gut tun würde, ja, dass es, ob nicht da der Handel doch auch ein gutes Maß an Stabilität bringt. Aber ich habe da nicht die letzte Antwort. Also das ist tatsächlich ist ja auch mehr eine deskriptive Frage. Die Frage ist ja, wie wird sich der Handel weiterentwickeln? Der klassische Wandel durch Handel, der sozusagen zu einer Demokratie, das hat nicht funktioniert, aber dass der Handel Wandel mit sich bringt, sicherlich, ja, dass er Stabilität auch bewirkt, da spricht einiges dafür. Wie gehen wir um? Achso, sehen wir jetzt in den ganzen Krisen, dass Globalisierung am Ende ist. Und das ist ein Zitat von Krugman im März letzten Jahres. Sehen wir eine zweite Deglobalisierung? Die Antwort ist vermutlich ja. Was war die erste Deglobalisierung? Das war 1914-18. Vor dem Ersten Weltkrieg war ein sehr starker internationaler Handel. Der ist durch den Krieg gestoppt worden. Und da hat die Weltwirtschaft lange gebraucht, um sich davon zu erholen. Und er hat hier gesagt, Russlandkrieg hat dieses Potenzial, den Welthandel zu stoppen. Hier, on the one hand and on the other hand, das ist wieder die andere Hand. Ja, das hier ist unser Außenhandel, ne, in Deutschland, der in Milliarden Euro. Hier war die Krise, die Finanzkrise ist er zurückgegangen, ist er weiter gestiegen, jetzt ist hier die Covid-Krise und der steigt weiter. Also wir sehen es nicht, in den Zahlen, ich könnte auch die Weltzahlen auflegen. Man sieht es in der Krise, danach sieht man schon das Wachstum. Und ich will auch gleich erklären, warum ich glaube, dass wir nicht am Ende sind mit der Globalisierung. Was ist die Alternative zur Globalisierung? Die eine Alternative ist, wir nehmen alles zurück. Also zurück, Reshoring. Wir produzieren alles in Deutschland, wird schwierig, also in Deutschland können wir noch einiges produzieren, aber was soll die Niederlande sagen, ja, wir holen alles zurück, ja, dass wir die nicht hinbekommen, ja, das ist also, nehmen wir Europa als Basis, ja, und das, hier, das ist ein Beispiel, wo wir es gemacht haben, das ist der European Chip Act und das ist das Zitat von der Leyen, sie finden das genau gut, dass wir es machen, um die Unterbrechung der Lieferkette antizipieren und so vermeiden. Und deswegen geben wir jetzt ein Heidengeld aus, dass Unternehmen Chips wieder in Europa produzieren. Ich bin da sehr gespannt, ob das eine Erfolgsgeschichte wird. Ich finde es auch etwas kritisch in der ganzen Diskussion, weil die Amerikaner machen im Moment dasselbe. Es gibt einen American Chip Act. Und wir wollen nicht abhängig sein von Taiwan, das kann man nachvollziehen. Aber warum haben wir ein Problem, wenn die Amerikaner uns die Chips liefern? Ja, wo ist das geostrategische Kalkül der Amerikaner gegenüber? Ist nicht klar. Und dass wir jetzt viel Geld ausgeben, um dann hier zweitklassige Chips zu bekommen. Warum sage ich zweitklassig? Die Europäer haben gemeinsame Projekte, Important Projects of Common European Interest. Und da ist immer die Auflage, Weltspitze zu werden. Der ist nicht da drin. Den haben die extra nicht da reingegangen. Da ist die Auflage, Europaspitze zu werden. Natürlich nicht so schwierig, weil wir haben ja nichts. Also bei nichts Spitze zu werden, das kriegen die schon hin. Ja, das ist, also insofern, aber ich will das Ökonomische sagen, und das ist vielleicht das der allgemeine Punkt, und dann auf die Studie hier vom IFO-Institut. Wenn ich ein Unternehmen bin und ich möchte und ich will nicht abhängig sein und ich sage, ich mache es selber, dann kaufe ich ein anderes Unternehmen oder öffne eine Produktionsstätte. Ich mache das dann einfach. Für eine Volkswirtschaft gilt das nicht. Wenn eine Volkswirtschaft sagt, ich mache das selber, dann muss die auf was anderes verzichten. Wenn die Intel jetzt in Ostdeutschland eine Chipfabrik baut, die stellt da Fachkräfte ein, die stellt da Ingenieure ein. Die können nicht mehr woanders arbeiten. Wir haben Fachkräftemangel, die arbeiten dann da. Das heißt, wir werden als Volkswirtschaft irgendwas anderes nicht produzieren. Wir können nicht das zusätzlich machen. Ja, das geht nicht, weil wir haben eine boomende Wirtschaft, das funktioniert nicht. Und das zeigt diese Studie hier auch ganz gut. Wenn wir alles zurückholen nach Deutschland, wird unser BIP um 10% einbrechen. Wenn wir es nach Europa, Türkei und Nordafrika zurückholen, um 4%. Ja, weil
Also die kommen, dann gehen Ingenieure dahin, die sind aber natürlich nicht so effizient, weil der internationale Handel war ja ineffizient. Wir haben das bisher in Taiwan gekauft, weil die es besser machen konnten als wir. Das heißt, wir haben Effizienzverluste und die sind in dieser Größenordnung. Also Reshoring, wir werden etwas sehen, aber es hat seine Grenzen, das Reshoring. Die zweite Alternative ist Friendshoring. Den Begriff hat Frau Yellen, übrigens auch Wirtschaftswissenschaftlerin, die hat dann die amerikanische FED geleitet und ist jetzt Finanzministerin, also eine beeindruckende Karriere. Und sie hatte, da war sie in Südkorea und hat gesagt, wir sollen mit Partnern arbeiten durch Friendshoring. Also wir verlagern die Produktion dahin zu unseren Freunden. Ja. Und jetzt ist die interessante Frage, wer sind denn unsere Freunde? Ja, das ist nicht ganz klar, wer unsere Freunde sind. Hat ja auch was mit Diplomatie und Strategie zu tun. Aber diese Studie, die ich da rechts habe, die ist ganz schön, die hat Folgendes gesagt. Wir schauen uns an, Demokratien sind unsere Freunde. Autokratien nicht, Demokratien sind unsere Freunde. Und wir schauen uns an, wer ist Demokratie? Es gibt einen Demokratieindex, einen Voice and Accountability Index der Weltbank. Und jetzt haben die gesagt, okay, da ist so ein Index, jedes Land wird gerankt und die oberen sind die Demokratien, die unteren sind die Autokratien, irgendwo muss ich einen Cut-Off machen. Ich mache den Cut-Off da, wo das niedrigste europäische Land ist. Und das niedrigste europäische Land ist Bulgarien. Also Bulgarien hat den niedrigsten Demokratieindex in Europa oder in der EU, muss ich sagen. Das bedeutet aber, also das ist diese hier, dass 0,26, also die größer sind als 0,26, werden ausgeschlossen, dass ich 115 Länder der Welt ausschließen würde und 81% der Weltbevölkerung schließe ich aus. Also wenn ich sage, nur oberhalb von Bulgarien sind unsere Freunde, 80% der Welt sind nicht dabei. Nicht 80% der Weltwirtschaft, sind ja sehr viele arme Länder, auch nicht, sind auch nur 20% unserer Exporte, ja, aber es ist trotzdem, man würde sagen, ein Riesenteil der Welt, mit dem machen wir es nicht mehr. Und das zweite Bild hier ist, dann nimmt man nicht den kleinsten der EU, sondern den kleinsten der OECD, also wer hat den kleinsten Index der OECD, das ist die Türkei, also alles oberhalb Türkei ist Freund, alles unterhalb der Türkei ist nicht Freund und dann schließt man 40% der Weltbevölkerung aus 50 Ländern, ja, das ist nur ein bisschen illustrativ. Also Friendshoring hat auch seine Grenzen und wir werden das nachher sicherlich diskutieren. Wir können es uns auch gar nicht erlauben, weil wir die ganzen Ressourcen aus Saudi-Arabien und aus anderen Ländern bekommen. Also erlauben können wir uns das gerade im Energiebereich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob es gute Politik ist. Dann sind wir wieder zurück durch Wandel, durch Handel. Noch zwei Folien habe ich. Die eine ist, was ist denn sozusagen die ökonomische Antwort auf die Abhängigkeiten? Das ist Diversifizierung. Wenn Unternehmen abhängig sind von Lieferanten, dann machen die Dual Sourcing. Sie haben zwei Lieferanten. Ja, die kaufen das Produkt von zwei Lieferanten, damit wenn der eine mal nicht liefert, dann kriegen sie es von dem anderen. Das ist Abhängigkeitsmanagement. Und was kann die Regierung helfen bei diesem Abhängigkeitsmanagement? Indem sie Handelsverträge macht, indem wir mit mehr Ländern Handel betreiben, damit die Unternehmen sich leichter diversifizieren können. Und hier, das ist eine Karte vom Sachverständigenrat, habe ich die geliehen für heute Abend. Da sieht man halt, mit wem haben wir Handelsabkommen. Also hier ist natürlich die EU, aber hier haben wir Abkommen, das sind die dunkelblauen. Mit manchen sind wir in Verhandlungen, also hier das sind die Grünen, mit denen sind verhandelt, aber noch nicht in Kraft. Mit denen haben wir angefangen, also wir heißt hier immer die EU, für Außenhandel ist ja die Europäische Union zuständig, wurde verhandelt, aber das pausiert im Moment, wie unter anderem bei den USA. Also da ist schon noch viel möglich und wir müssen da schon die Weltperspektive betrachten und das ist eigentlich die Antwort auf Abhängigkeit, ist mehr Diversifizierung. Wo gerade viel diskutiert wird, ist, was ist die Aufgabe der Unternehmen? Und was ist die Aufgabe des Staates beim Abhängigkeitsmanagement? Ja, weil die Unternehmen haben ja eigentlich ein Eigeninteresse, nicht abhängig zu sein, wenn es in eine Krise kommt. Aber vielleicht machen die zu wenig. Vielleicht gibt es systemische Risiken, Klumpenrisiken, wo der Staat eingreifen muss. Und das ist die Diskussion, die jetzt in Europa und in Deutschland geführt wird. Brauchen wir eine China-Strategie, Hermes-Kredite? Die Regierung hat jetzt gesagt, wir geben keine Hermes-Kredite nach China, wenn damit Menschenrechtsverletzungen eventuell in Gefahr sind. Vielleicht auch aus strategischen Gründen keine Hermes-Kredite mehr. Also die Kredite kriegen Unternehmen, die im Ausland investieren. Die kriegen die vom Staat, diese Kredite. Ja. Brauchen wir eine Rohstoffstrategie? Die Europäische Kommission hat eine Rohstoffstrategie gemacht. Die hat sich angeschaut, Produkte, wo wir abhängig sind. Deutschland ist bei 248 Produkten abhängig. Ungefähr 4% unseres Außenhandels und davon kommt die Hälfte aus China.
Ja, bei Medikamenten kommt 80-90% der Wirkstoffe aus China oder Indien. Ja, ist das abhängig? Wie stark sind wir abhängig? Was sind die Alternativen? Und kümmern sich die Unternehmen darum? Also das ein Vorschlag ist, dass die Unternehmen jetzt Stresstests machen müssen. Was passiert in der Krise mit deinem Unternehmen? Die Banken müssen das. Nach der Finanzkrise haben die Banken sind verpflichtet worden zu sagen, was passiert, wenn der Aktienmarkt um 15% und der Finanzmarkt um 15% einbricht? Was passiert dann mit deinem Unternehmen? Das müssen die Banken machen. Vielleicht müssen die Unternehmen das auch machen. Was passiert, wenn China Taiwan angreift und die Amerikaner sagen, Embargo gegenüber China? Was passiert mit deinem Unternehmen? Wird schön ein Stresstest, der dann aber halt behördlich auch kontrolliert werden muss, wo dann eine Behörde sagen muss, ja okay, das sind die Ergebnisse des Stresstests, da musst du aber Maßnahmen machen, ja, als Konsequenz daraus. Also deswegen die Frage, was ist Aufgabe der Unternehmen, was ist Aufgabe des Staates, die Frage wird gerade sehr stark diskutiert, weil wir da auch kein klares Modell haben in dieser Form, weil das hat natürlich was mit Geostrategie zu tun, mit militärischen Aussetzungen. Nutzt die Politik diese Instrument für militärische Auseinandersetzungen oder nicht, also die wirtschaftlichen Sanktionen. Wirtschaftliche Sanktionen sind ziemlich üblich, also Barack Obama hat 2000 Sanktionen in seiner Amtszeit verhängt, Donald Trump 3000 Sanktionen, also das ist ein Instrument, was sehr häufig benutzt wird, aber noch nicht gut erforscht ist, wie weit sie wirken, wie weit sie nicht wirken. Deswegen glaube ich, und dann komme ich zu meiner letzten Folie, dass wir werden eine starke Globalisierung sehen. Wir werden eine andere sehen, weil wir uns jetzt viel ernsthafter Gedanken über Abhängigkeiten machen müssen. Weil wir werden es mit der Welt sehen. Wir werden übrigens Afrika, da ist noch so viel zu machen und das ist vielleicht der positive Effekt von China. China geht stark in Afrika rein, sodass jetzt sowohl die Amerikaner als auch die Europäer sagen, oh, das müssen wir aber auch machen, und damit wir da nicht abgehangen werden. Und sie machen da auch schon so viel, aber das zu konsolidieren, uns auch besser zu vermarkten, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber warum ich so auch glaube, dass wir eher mehr Weltzusammenarbeit sehen werden und auch wirtschaftliche, ist das große Problem, was wir haben, ist die nächste große oder die Krise, in der wir schon drin sind, der Klimawandel. Und was das Bild hier zeigt, sind die Emissionen, die weltweiten Emissionen. Das hier ist Europa, also über die Zeit. Hier, das sind die USA. Und das sieht ja schon mal ganz schön aus. Also hier sehen wir auch so eine Entkopplung. Ne? Also seit 1990 ist die Wirtschaft schon stark gewachsen, aber die Emissionen sind zurückgegangen. Übrigens sowohl die Emissionen im Konsum als auch in der Produktion. Also man sagt ja, wir haben den ganzen Dreck verlagert nach draußen. Aber selbst wenn man sich anschaut, was wir konsumieren, ja, also wenn China produziert dann vielleicht dreckiger, dann sind die auch zurückgegangen um 20%. Amerika sieht okay aus, haben ja jetzt auch mit dem Inflation Reduction Act auch eine aktive Klimapolitik begonnen. Aber hier, das sind die Blöcke. Das hier ist China und das ist Asien und da ist stark Indien am Wachsen. Was ja auch nicht verwundert, aber das sind sozusagen, wir brauchen ein Weltklimaabkommen. Und das müssen wir in der Welt gemeinsam hinbekommen. Und der beste Vorschlag im Raum, also viele zweifeln, dass Paris funktioniert, weil Paris sagt ja de facto, jeder macht, was er will. Das sind die Nationally Determined Contribution, jeder soll das machen, was er will. Und wir haben kein internationales Abkommen, was so funktioniert, die funktionieren alle auf Reziprozität. Ein Handelsabkommen sagt, ich senke meine Zölle, wenn du sie senkst. Aber wenn du sie nicht senkst, erhöhe ich meine Zölle. Ja, oder wir subventionieren nicht unsere Unternehmen, wenn du nicht subventionierst. Aber wenn du subventionierst, dann gibt es Strafzölle oder wir reagieren. Reziprozität. Abrüstungsabkommen. Wir rüsten ab, wenn du abrüstest. Ja, aber wenn du nicht abrüstest, machen wir es auch nicht. Ja, alles Reziprozität, nur Klima nicht. Ja, Klimapolitik sagen wir. Mach mal jeder, was er will. Ja, das ist Pariser. Und wir dokumentieren das dann. Und wenn jemand wenig macht, sagen wir, das ist aber nicht anständig, dass du zu wenig hast. So funktioniert das Pariser Abkommen. Und ich will nicht sagen, die Alternative, das Instrument, was jetzt stark diskutiert wird, was Deutschland vorantreibt, in die G7 eingebracht hat, ist der Klimaclub. Und der Klimaclub würde sagen, und dann hier schließt sich der Kreis zu dem Außenhandel, er würde sagen, der kombiniert die Klimapolitik mit der Wirtschaftspolitik. Wenn du in unseren Wirtschaftsraum rein willst, dann machst du entweder auch eine ambitionierte Klimapolitik oder du kriegst einen Strafzoll an der Grenze. Also du kommst nicht rein oder du kommst viel teurer rein. Das versucht die EU jetzt zu machen mit dem Border Adjustment Mechanism. Die EU ist aber zu klein. Die EU hat nur 10% der Emissionen. Wie man hier sieht, das ist sogar Europa, das ist nicht die EU. Die EU ist noch kleiner als das. Das muss schon EU, Amerika und China zusammen machen. 50% der Weltwirtschaft, 50% der Emissionen. Und dass man sagt, wir kombinieren die Wirtschaftspolitik mit der Klimapolitik. Wenn ihr hier rein wollt,
dann auch Klimapolitik oder einen Grenzzoll machen, das, also eine Sanktion, eine Wirtschaftssanktion an der Grenze. Die Deutschland hat das gestartet, die G7 hat es prinzipiell zugestimmt. Es gibt jetzt einen Klimaclub, der aber noch sehr auf freiwilliger Basis ist. In den nächsten Jahren, finde ich, müssen die Regierungen daran arbeiten, dass der auch diese Regeln festzucht. Und dann haben wir, glaube ich, eine Chance, wenn wir die Weltwirtschaft kombinieren, die Weltwirtschaft mit der Weltklimapolitik, dass wir auch diese Krise gemeinsam, Politik, Märkte und die Außenwirtschaft, die Globalisierung in den Griff bekommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zu hören? Ja. Ich warte gerade ab. Nee, schenken Sie sich ruhig ein, haben Sie verdient. Herr Wambach, Sie haben uns ein sehr interessantes Bild gezeichnet von Krisen und wie man Krisen begegnet, wie man in Zusammenarbeit Krisen dann auch löst oder nur in Zusammenarbeit, nämlich in globaler. Ich möchte aber noch ein bisschen bei den Krisen bleiben und bei dem Marktversagen. Da sind wir so ein bisschen schnell drüber hinweggegangen und vielleicht doch nochmal nach dem Versagen der ökonomischen Lehren fragen, die so der Vorwurf in der Finanzkrise, und der hat sich fortgesetzt, doch sehr eindimensional ist. Und die Folgen dann auch, wenn die Neoliberalismus, Neoklassik, die vorherrschende Lehre an den Universitäten ist, was Studenten bis heute beklagen, dann werden sie auch so ausgebildet. Sie geben ihr Wissen auch so weiter als Berater in der Wirtschaft oder für die Politik. Und die Gesellschaft trägt die Folgen. Also das ist exemplarisch, glaube ich, in der Finanzkrise deutlich geworden. Das Credo war Deregulierung, Abstreifen aller Einschränkungen durch den Staat, durch Kontrollmechanismen. Und wir haben dann erlebt, was passiert ist, nämlich irrationale Märkte. Wie stark ist nicht doch die Ökonomie, sind die ökonomischen Lehren dafür mitverantwortlich? Also die Ökonomen können es sich da einfach machen, indem sie sagen, wir hatten das schon vorher auch unterrichtet, also dass diese Krisen auftreten können. Also wir haben einen Kollegen, der hier sehr viel im Finanzmarktbereich gemacht hat, und sehr bekannt ist, Kollege Hellwig, Max-Planck-Direktor in Bonn. Und die Anekdote ist ganz schön, der für eine Bewerbung musste nur angeben, was sind die 5 wichtigsten Publikationen. Und dann waren alles so super Journale, wir haben ja so die A-Journale, und da war so eine Publikation, die war in einem C-Journal. Und da habe ich den gefragt, sag mal, warum gibst du die als deine wichtigste Publikation an? Und dann sagt er, ja, da habe ich 5 Jahre vor der Finanzkrise die Finanzkrise drin erklärt, wie die zustande kommt. Ja, aber auf mich wollte ja keiner hören. Ja, das ist das Argument gewesen. Ich glaube, also was ist meine Erklärung? Wir hatten es immer in den Modellen drin gehabt, dass diese Krise auftreten kann. Es war nur so unwahrscheinlich. Das war mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass das auftritt. Nach der Krise ist klar geworden, diese Finanzmarktkrisen haben doch eine ganz andere Wucht. Die Makromodelle, die makroökonomischen Modelle, haben sich auch daraufhin umgestellt. Also die haben vorher die Finanzmärkte nicht explizit drin gehabt, die haben sie jetzt explizit reingenommen. Also die Wissenschaft hat darauf reagiert. Wir haben auch im Regulierungsbereich, das habe ich ja eben schon erwähnt, sehr stark darauf reagiert worden. Bei den Banken, die müssen jetzt viel Eigenkapital zur Verfügung stellen. Und meines Erachtens ist, wenn wir jetzt Diskussionen führen, also Regulierung ist, also es gab die große Deregulierungswelle Ende der 90er, wo dann auch im Telekommunikationsbereich dereguliert wurde und bei der Post. Mittlerweile wird die Diskussion schon sehr diffizil in der Wissenschaft geführt. Es war neulich die Frage, ob die Handwerker wieder einen Meisterbrief machen sollen. Da hatten wir auch als Monopolkommission was zugeschrieben. Das wurde schon sehr sauber abgewogen. Im politischen Diskurs wird es dann doch vereinfacht dargestellt. Aber ich glaube, mittlerweile wird man die einfachen Regeln, der Markt macht das, die funktioniert nicht mehr, sondern man muss schon besser argumentieren. Trotzdem ist auffallend, dass allen Krisen gemeinsam ist, dass die Risiken nicht mitgedacht worden. Es war ein risikoloses Handeln fast. Also man hat nicht vorhergesehen und wollte es auch nicht, obwohl, Sie haben das Beispiel genannt, China schon so lange in Afrika ist.
oder China so viel Rohstoffe liefert, um uns weiter, oder wir sie dann auch annehmen oder uns beliefern lassen, wir uns weiter in Abhängigkeiten begeben. Die Risiken werden nicht mitgedacht. Also die Risikomodelle in der Wirtschaft stimmen nicht. Ja, also im Bankenbereich ist ja eine Konsequenz, dass sie dieses Eigenkapital jetzt verstärkt halten müssen. Wir haben im Beirat, im Wirtschaftsministerium auch ein Gutachten dazu geschrieben, wir glauben, da müsste man noch viel mehr. Also das ist noch nicht ausreichend, aber es ist mehr als vor der Finanzkrise. Warum? Damit sie auch dafür haften. Damit sie, wenn sie Risiken eingehen, auch mit ihrem eigenen Vermögen dazu haften. Und das ist eine Sorge, die ich aber eigentlich eher jetzt habe als vor der Krise, dass wir im Moment dazu erzogen werden, in der Krise haftet der Staat. Also ich fand Corona war der eine, da haben die Unternehmen hatten ihre Ausfälle bezahlt bekommen, das hatte auch sozialpolitische Komponenten, wenn so das kleine Kino oder die kleine Bibliothek vor Ort, der Buchladen bezahlt worden ist. Aber jetzt in der Krise, in der Energiekrise, die Regierung gibt diese 200 Milliarden und die hat kein Modell, an welche Unternehmen, die können ja teilweise die Preise weiterreichen. Viele Unternehmen, die haben höhere Kosten und dann erhöhen die ihre Preise, weil da ist wenig Wettbewerb, denn die brauchen gar kein Geld. Ja? Und da ist keine Systematik, sondern wir helfen allen. Aber und die Unternehmen, die rufen ja laut danach. Also es gibt jede Lobby, kann sich laut machen. Die Autolobby ist am allerlautesten. Und sobald jemand ruft, dann reagiert der Staat. Und natürlich auch, sobald BürgerInnen sich beklagen und sagen, das können wir nicht mehr tragen, der Sozialstaat ist gefährdet, die Ungleichheit wächst. Es ist wirklich so der Eindruck, dass der Staat permanent nur noch repariert, dass wir eine Vollkasko-Mentalität haben und allen voran die Unternehmen. Genau, das ist der Eindruck. Deswegen wettern wir ja auch bei jeder Gelegenheit dagegen, dass das so ist. Und ich glaube, auch so schlimm ist es dann am Ende doch nicht. Also wenn wir jetzt die Unternehmensunterstützung anschauen, wir haben ja noch die Beihilfekontrolle. Die europäische Beihilfekontrolle sagt der Regierung, ihr dürft aber nicht einfach den Unternehmen Geld geben, ist ja auch unfair. Dann kriegen unsere Unternehmen das und andere Unternehmen nicht. Und jetzt haben die das so gemacht, wie in der letzten Krise auch, dass wenn ein Unternehmen Geld haben will, dann darf es keine Bonus auszahlen. In der letzten Krise durfte man keine Wettbewerber kaufen. Die Lufthansa hat ja so viel Geld gehabt, die durfte dann keinen Wettbewerber kaufen mit dem Geld des Staates. Sodass die Unternehmen, wie die Lufthansa, dann schnell wieder raus ist aus diesem Programm oder jetzt viele Unternehmen gar nicht wollen. Weil sie sagen, naja, so wichtig ist uns dann das Geld doch nicht, wenn das bedeutet, wir können keinen Bonus auszahlen und keine Dividenden auszahlen. Und insofern sind da Bremsen eingebaut. Und auf Unternehmensseite glaube ich, also sehen wir diese Bremsen gerade institutionalisiert durch die europäische Beihilfekontrolle, was eigentlich sehr wichtig ist. Auf Haushaltsebene ist ja das starke Instrument das Kurzarbeitergeld. Das hat aber eine wichtige Funktion. Das wird auch in vielen Ländern kopiert, dass man sozusagen nicht direkt in die Arbeitslosigkeit geht, sondern man diese Brücke bauen kann. Die Amerikaner machen das anders. Die Amerikaner, die gehen in der Krise in die Arbeitslosigkeit, weil der Arbeitsmarkt auch da viel flexibler ist. Und dann gehen die Leute halt danach wieder rein in die Unternehmen. Das haben die jetzt. Die stellen halt jetzt alle neu ein und deswegen haben die viel höhere Lohnsteigerungen, weil da viel mehr Druck im Arbeitsmarkt ist, als das bei uns der Fall ist. Also insofern haben die ein anderes Modell. Unseres Modell funktioniert mit der Kurzarbeit im Geld eigentlich ganz gut. Wir haben Globalisierung, wir haben eine unwahrscheinlich hohe Krisenanfälligkeit. Sie haben uns die Kurven gezeigt, die sehr beeindruckend waren, dass es scheinbar keine Folgen hat. Also BIP weist nach oben, Arbeitskostenquote sinkt. Wir haben ein anderes Arbeitsproblem. Es gibt zu wenig Fachkräfte, also es gibt durchaus Probleme am Arbeitsmarkt, um darauf noch mal kurz hinzuweisen. Der Aktienmarkt steigt auch stetig an, aber in der Bevölkerung hat sich ja was ganz anderes gezeigt, eine große Unsicherheit. Und wenn man die Schulden nimmt, die steigen an, und zwar mit jeder Krise. Der Staat nimmt Doppelwumms, Bazooka, Sie haben es genannt, aber Milliarden in die Hand und muss es auch. Es ist immer leicht gesagt wahrscheinlich von ökonomischer Seite, das dürft ihr nicht, das macht ihr nicht oder sollt ihr nicht. Wenn es nicht macht, der Staat, was wäre denn geschehen in der Corona-Krise? Was wäre denn geschehen nach dem Einmarsch in die Ukraine und nach dem Stopp der Gaslieferungen von russischer Seite? Ging das ja übrigens aus. Aber das ist doch der eigentliche Preis, den wir zahlen. Ja, also die Staatsverschuldung, jetzt habe ich die Grafik nicht mitgebracht, ist ein Thema, ein wichtiges Thema. Die ist sehr stark angestiegen nach der Finanzkrise. Die ist aber auch bis 2010 wieder abgebaut worden, die Staatsverschuldung. Und das, was wir jetzt aufnehmen für diese Krise,
Also wenn es so dabei bleibt bei dem Doppelwumms, ja, und nicht noch ein Trippelwumms kommt oder was auch immer noch für Dimensionen sich da auftun werden, werden wir das in den nächsten 5-6 Jahren auch abbauen. Und warum? Jetzt hilft im Moment die Inflation. Die Inflation frisst einen Teil der Schulden weg. Ja, Inflation ist dankbar für die die öffentliche Hand ist dankbar für die Inflation, weil die haben ja niedrig verzinst und kriegen aber jetzt die höheren Steuereinnahmen, weil die Preise steigen und also insofern baut das auch einen Teil der Schulden ab, aber auch weil Deutschland gut in die Krise reingegangen ist. Wir sind halt mit 60% Verschuldung reingegangen. Die Italiener haben nicht so ein Konjunkturprogramm, das kriegen die auch nicht gestemmt, weil die eine sehr hohe Verschuldung haben, die Griechen erst recht nicht. Deswegen, man kann den Punkt da schon machen, dass es ganz gut ist, dass wir mit einem Staatshaushalt in die Krise gegangen ist, der uns diese Freiheitsgrade ermöglicht. Und wir sollten aber auch Sorge dafür tragen, dass jetzt für die nächste Krise der auch wieder da in der Lage ist, das zu machen. Aber global ist es natürlich ein großes Problem und vor allen Dingen für ärmere Länder auch innerhalb Europas. Eine Zerreißprobe, der andere Preis der Globalisierung, die haben es auch erwähnt, die Demokratien sind ja nicht mehr geworden, sondern weniger, also die autoritären Staaten, die Anzahl ist gestiegen, also diese gegenseitige Abhängigkeit, die Interdependenz, die hat letztendlich nicht funktioniert. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger und gefährlicher Punkt ist, der Populismus hat zugenommen. Wir sehen das in Europa, wir haben eine Trump-Regierung erlebt, die kann jederzeit wieder kommen. Also was jetzt gerade in Amerika los ist, es dient nicht eigentlich zur Beruhigung. Wir haben einen Brexit, wir haben Tendenzen innerhalb der EU. Wie kann man dem ökonomisch begegnen, vernünftig, damit ein größerer Zusammenhalt wiederhergestellt werden kann? Ja, ich glaube, das ist schon eine Lektion, die man hat, dass man die Ökonomie und die Politikform nicht, dass das nicht so eine lineare Bewegung hin zu mehr Demokratie ist. Also Weltwirtschaft, also ja, die armen Länder haben viel größere Probleme in der Krise, hatten die eine Finanzkrise, haben die auch jetzt, aber die Weltwirtschaft, die wächst mit 3-4% im Schnitt. Bis wir haben das Klimabild aufgelegt, der Weltklimarat in seinen Studien geht davon aus, dass bis 2050 sich die Weltwirtschaft verdoppelt hat. Und das sind nicht wir, die sich verdoppelt haben. Wir wachsen so mit 1% im Jahr. Das ist schon Indien, ist immer noch China, das sind die anderen Schwellenländer, die da wachsen und auch Afrika wird wachsen. Also die Weltwirtschaft, die wird funktionieren, die braucht dafür aber nicht die Demokratie. China wächst auch ohne Demokratie, ja, das ist, und ich glaube, diese Entkopplung, die hat halt stattgefunden von mehr Wirtschaft, mehr Handel, mehr Demokratie, das funktioniert nicht. Jetzt kann man sagen, bei den Schwellenländern ist es auch notwendig, weil die müssen erstmal wirtschaftlich auf beiden Füßen stehen, bevor die anfangen, dann halt auch ihre demokratischen Freiheiten einzufordern. Aber es ist, also extrem bedauerlich ist es schon, dass das Wandel durch Handel, was das betrifft, tatsächlich nicht funktioniert, ja. Und eine Stärkung der autokratischen Systeme, das muss man auch anerkennen. Also es ist in China ein starker ökonomischer Zuwachs entstanden, aber im Moment in einer politisch hoch angespannten oder wirklich sehr autoritären Situation, geschweige denn von Russland. Gehen wir da nochmal drauf ein. Also diesen Krisen ist gemeinsam Corona und natürlich vor allen Dingen, Krise ist es nicht, es ist ein Krieg, der immer noch andauert, wo kein Ende bisher abzusehen ist. Die Verwundbarkeit des Systems, unserer Systeme, ist wahnsinnig groß. Wie konnte es dazu kommen, dass wir uns freiwillig in diese Abhängigkeiten begeben haben? Ja, das fragen sich jetzt ganz viele. Ja? Also wie konnte das mit Russland passieren? Also wie konnten wir in diese Abhängigkeit reingehen? Ja, das ist mit China, also ich würde China und Russland schon ganz anders behandeln wollen. Ja? Also China auch deshalb, die Regierung nimmt ihre Legitimität auch durch das Wirtschaftswachstum. Die sind auch sozusagen sehr stark darauf eingestellt, auch wie die jetzt ihre Covid-Politik umgestellt haben, so dramatisch, ja, weil sie das Wirtschaftswachstum brauchen. Während Russland in den letzten Jahrzehnten geschrumpft sind in der Wirtschaft, die sind schlechter geworden, die haben eine ganz andere Politik gefahren, die Politik, die definiert sich nicht über den wirtschaftlichen Zusammenhang. Warum waren diese Abhängigkeiten da?
Also Russland kann man sagen, das also war ja von der Politik bis zu den Unternehmen war der feste Glaube da, das ist ein Nullrisiko, ja, also da laufen wir nicht rein, was alle anderen Nachbarländer nicht so gesehen haben. Ja, das, ich habe mal versucht, in unseren Studien nachzuschauen, ob wir was Schlaues zu Russland gesagt haben. Ja, und das Einzige, was ich finden konnte, war, wieso habe ich nicht einen Kollegen gefunden, aber war die Monopolkommission, musste ein Gutachten machen, als E.ON Ruhrgas zusammengegangen ist, weil das war eine Ministererlaubnis. Und der Minister hatte, die Wettbewerbsbehörde hat gesagt, ihr dürft das nicht. Und der Minister damals, der hatte gesagt, doch, um gegen Russland eine Gegenmacht aufzubauen. Also weil Russland ist ein Monopolist, also der das Gas verkauft. Wir brauchen auch einen Starken, der dagegen hält. Ja, das war das Argument. Und da hatten wir geschrieben, also wenn ihr wirklich in Sorge seid von Abhängigkeiten von Russland, dann müsst ihr diversifizieren. Dann müsst ihr LNG-Terminals bauen. Ja, dann müsst ihr diversifizieren. Ja, hat natürlich auch keiner gelesen, also bis auf den Minister, aber der musste darauf reagieren, oder seinen Mitarbeiter. Ja, das ist. Aber das war also die Diskussion, die Sorge war Sorge vor Monopolstellung, aber nicht vor Abhängigkeit Russland, die da ist. Ja, China wird jetzt interessant sein. Also ich glaube, die Entwicklung nach 78 in China war ja schon dramatisch toll, muss man auch sagen, die wirtschaftliche Entwicklung, was die aufgebaut haben, dass wir die Millenniumsziele erreicht haben, also dass wir die Bevölkerung aus der Armut gebracht haben, ist fast nur China zu verdanken. Das war also ein großer Verdienst des Wirtschaftswachstums in China. Aber jetzt müssen sich die Unternehmen schon die Frage stellen, sind wir nicht zu abhängig von China und wie gehen wir damit um? Mit vielen Unternehmen, die ich gesprochen habe, die machen das auch. Die machen ihre Simulationen, was passiert, wenn die Grenze sich schließt. Also jetzt kann man sich nicht mehr dahinter verstecken und sagen, wir haben es nicht gewusst. Das was machen die nicht. Autohersteller? Legen die auf, wenn sie anrufen? Nein, die haben, also zum Beispiel, was wir sehen, ist schon ein Reshoring, das in beide Richtungen geht. Also in China für China produzieren, in Europa für Europa produzieren. Ja, dass wenn wir dann sozusagen, wenn wir abgeschnitten werden, dass man dann nicht in China nicht stoppen muss, aber hier auch nicht stoppen muss, weil man sozusagen beide Regionen relativ autark hält. Ja. Sie haben was ganz Interessantes angesprochen, Diversifizierung. Wenn man am Aktienmarkt investiert, ist das quasi das Credo. Man darf nicht alle Eier in einen Korb legen. Die Unternehmen machen das aber, Volkswagen immer noch 40% des Gewinns in China, in diesem einen großen Land natürlich. Und Sie haben gesagt, man muss sie zur Verantwortung ziehen. Wer macht das? Wer traut sich das zu? Wie könnte das aussehen? Das ist doch der Dreh- und Angelpunkt, dass Unternehmen für das, was sie tun, verantwortlich gemacht werden. Na gut, wenn ich ein Aktionär in einem Unternehmen bin, habe ich schon die langfristige Perspektive im Blick. Und wenn, es gibt ja schon die Stimmen, die sagen, in Taiwan in den nächsten 10 Jahren wird da was passieren, ja, wenn da was passiert und mein Unternehmen davon massiv getroffen wird, ist das eine schlechte Investition für Aktionäre. Also es ist nicht so, dass die Unternehmen nicht langfristig denken. Aber China, wir hatten als zu Gast bei uns den Herrn Brudermüller, den Chef von BASF, die ja genau in der so. Krise ja. viel mit drin hängen. Der sagt, 75% des Gewinnwachstums findet in China statt. China ist halt ein Markt, der, also vielleicht sollte man anders aussehen, China ist ungefähr so groß wie die EU, der Wirtschaftsraum. Das Pro-Kopf-Einkommen in China ist ein Viertel des OECD-Durchschnitts, ein Viertel. Und wir sind oberhalb des OECD-Durchschnitts, also die sind weniger als ein Viertel reich pro Kopf. Dass die nicht alles versuchen, um halb, also auf 50% zu kommen, das ist ja ganz klar. Und dann wäre der Raum doppelt so groß. Dann ist der Wirtschaftsraum in China doppelt so groß, als er heute ist. Ja? Wir werden da einen riesen Wirtschaftsraum sehen. Und für die Unternehmen ist es nicht nur so, dass die da sind, um Gewinne zu machen, sondern weil es natürlich auch so ist, dass die Spitze der Technologie sich in diesen wachsenden Räumen manifestiert. Also es wäre auch, sagt eigentlich auch keiner, auch die Amerikaner gehen nicht aus China raus. Ja? Aber Abhängigkeiten, die müssen gemanagt werden. Also das wurde bisher auch schon gemacht. Bisher war die große Sorge Forschungsklau, Wissensklau. Das ist gemanagt worden. Ja? Das ist, und jetzt ist aber eher die Sorge, was ist, wenn hier Grenzen dicht sind, wenn Sanktionen kommen, wenn die Lieferketten gestört sind. Da kommt aber jetzt der Staat wirklich zum Tragen. Wir haben eine Weltsituation, die das Motto in Davos ist, Cooperation in a fragmented world, also Zusammenarbeit in einer fragmentierten, in einer nicht mehr zusammenarbeitenden Welt. Die Geopolitik wird auch viel mehr den Handel bestimmen müssen. Also muss sich das Unternehmen, muss sich die gesamte Wirtschaft doch viel mehr auch den Vorgaben der Politik diesbezüglich beugen.
Ja, also die Politik hat eine wichtige Aufgabe. Also ich, und da sind wir noch nicht am Ende in der Diskussion, also die, was genau die Aufgabe ist. Also jetzt nur ein Gedankenmodell, was passiert, wenn es einen Friedensvertrag geben sollte zwischen Ukraine und Russland und dann kriegen wir wieder das billige Gas aus Russland. Was machen wir denn dann? Ne, kaufen wir wieder das billige Gas? Wir können den Unternehmen ja auch nicht sagen, nee, ihr kauft mal lieber das teure Flüssiggas. Ja, und wenn sie sagen, ja, aber hier ist so billig, ja, wie gehen wir damit um? Was sind die Strukturen, die dafür sorgen, dass wir dann nicht neu in diese Abhängigkeiten hineinlaufen? Ja, das, und jetzt, also jetzt, wo die Energiepreise so hoch sind, ein paar Produkte machen wir nicht mehr, weil das zu teuer ist in Europa. Ja, das ist da. Dringen jetzt die Chinesen in den Markt, weil die günstigeres Gas und günstigere Produktionskonditionen haben. Verstärken wir jetzt die Abhängigkeiten, in denen wir sind? Ja, und da kommt der Regierung schon eine wichtige Rolle vor. Man könnte sich ja vorstellen, dass man zum Beispiel einen Sicherheitszoll verlangt bei Produkten von Ländern, wo wir die Abhängigkeiten reduzieren wollen. Ja, oder die Hermes-Kredite, die ich schon angesprochen hatte, dass man sagt, die beinhalten auch eine strategische Komponente. Nicht nur wir fördern Außenhandel, sondern wir fördern ihn auch so, dass wir diversifiziert sind. Ja, Rohstoffstrategie sowieso, also dass wir schauen, dass wir da genügend Quellen haben, wo wir die Rohstoffe herbekommen. Und ich habe es im Vortrag nicht erwähnt, aber ich glaube, da wird sich auch zeigen, ob die Regierung es hinbekommt in den Handelsverträgen. Also Südamerika mit Mercosur, der Handelsvertrag ist ausverhandelt. Im Koalitionsvertrag steht, wir sind für Handelsverträge, wenn sie sozialverträglich und umweltverträglich sind und nachhaltig sind. Ja, das heißt, die FDP will die Handelsverträge, die SPD will sozialverträglich und die Grünen wollen Umwelt, Klimapolitik. Ist auch alles richtig, aber das ist ein typischer Satz, der sagt, hier kommt nie was zustande, ja, weil jeder seine Interessen hat. Ja, genau, die Zielkonflikte. Und jetzt wird und das, also jetzt muss man schauen, dass man da Kompromisse hinbekommt, dass man zusammenarbeitet und dass wir da in den Handelsverträgen doch dann mehr, also insbesondere mit den Regionen, wo wir auch wirklich Handel treiben wollen. Ja, das, Umtriebig ist auf jeden Fall die Regierung. Der Wirtschaftsminister reist wahrscheinlich so viel wie kein Wirtschaftsminister zuvor. Und Sie haben zwar erwähnt, dass Friendshoring, also wenn man nur mit Freunden Verträge macht und Handel macht, uns unheimlich viel kostet. Aber ich glaube, jeder war mehr erfreut über die Bilder Habecks in Norwegen mit Gleichgesinnten und fröhlich lächelnd als mit der Verbeugung in Katar. Ja, aber also das, finde ich, zeigt diese Grafik ja ganz schön. 80% der Welt ist unterhalb im Demokratieindex und im Moment sind wir sowieso noch abhängig, was Öl betrifft und auch Gas. Also wir können nicht alles Gas aus Norwegen bekommen, auch wenn es Flüssiggas ist. Aber auch später werden wir es sein. Wir werden nie energieautark sein, ganz im Gegenteil. Wir werden den Wasserstoff aus dem Ausland nach Deutschland, nach Europa transportieren müssen. Und der wird in Regionen hergestellt werden, also wenn alles so läuft, wie man sich das wünscht, wo halt viel Sonne scheint. Ja, das sind alles keine Demokratien. Ja, also ist nicht Mallorca, wo der herkommt. Ja, da scheint ja auch viel Sonne. Nein, das ist halt der arabische Raum, ja, wo der Wasserstoff herkommt. Und insofern werden wir da zusammenarbeiten müssen. Aber ich will den Punkt schon machen. Ich glaube, Handel hat auch da eine Stabilitätskomponente. Ja, Handel stabilisiert, weil, vielleicht auch als Anekdote, wir hatten Herrn Spohr auch da gehabt, also von der Lufthansa, den Chef, und er machte einen Punkt, das war übrigens vor der Corona-Krise, dass er sagte, er ist, ich weiß gar nicht, mit dem Begriff friedensstiftende Unternehmen, aber er sagt, dass wir Menschen zusammenbringen über Kontinente, das ist so wichtig für die Verständnis, für die, wenn man halt Freunde in China hat, dann, oder in Russland zerreißt es ja jetzt die Leute, die in Russland Freunde haben, ja, wie, also es macht die Hemmschwelle viel höher, das gemeinsame Verständnis, und da trägt der Handel auch seinen Teil zu bei, und die Stabilität kommt natürlich nicht nur über das menschliche Verständnis, sondern über die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die dadurch entstehen. Je nachdem, wie die Machtverhältnisse sind, nachdem, was ein Land vorhat. Ich glaube auch, dass es beunruhigende Zeichen gibt zwischen den USA und China. Biden hat sich nicht von der Politik Trumps verabschiedet. Die Zölle bleiben weiter bestehen. Und China wird auch als Feind angesehen. Also auch wenn man Handel treibt, es gibt ganz klare geostrategische Interessen. Und ich glaube, das hat man hier in Europa vernachlässigt. Genau. Also wir hatten uns eigentlich ganz wohl gefühlt mit so dieser Schweiz-Rolle. Ja? Wir sind neutral, wir hängen da in der Mitte und wir machen unseren schönen Handel. Und das trägt dazu bei. Das wird nicht funktionieren. Die EU hat
sozusagen die Vision, so eine gewisse Autonomie, strategische Autonomie, aber dennoch im Handel verbunden zu sein. Das ist aber, also ich glaube, da sind wir noch am Anfang der Diskussion. Das ist noch nicht zu Ende durchdiskutiert, weil also ich finde, China ist eigentlich der relevanteste Fall. Die Unternehmen, also ob sie das sein müssen, ist vermutlich, keiner muss was. Ja? Das ist aber, das ist für die wirtschaftliche Entwicklung schon extrem wichtig, da zu sein. Und wie kriegt man diese Abhängigkeiten gemanagt? Was hat das für Konsequenzen für die Politik? Also da sind noch eine Reihe von ungelösten Problemen. Ja. Die Politik spielt eine Rolle, der Staat spielt eine Rolle. Gehen wir mal eine Stufe drüber, suchen wir nach Lösungen. Sie haben Klima angesprochen, das ist das große Problem, das alles Überlagernde. Innovation ist da ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, neben vielem anderen, aber Innovation, muss der Staat das nicht vorantreiben? Es gibt eine Ökonomin, Mariana Mazzucato, kennen Sie, Herr Habeck hört auf Sie, sie ist explizit Befürworterin dieser innovativen Rolle des Staates, hat auch gute Beispiele davon, Silicon Valley wäre ohne Staat nicht gewesen. Wie sieht das aus, wenn wir auf die Probleme dieser Welt schauen, Handel, aber Lösungen auch, wie stark muss der Staat die Unternehmen an die Hand nehmen oder Vorgaben machen oder sogar mutig in Vorlage treten? Ja, also der Staat tritt schon extrem in Vorlage, ob er es mutig macht, weiß ich nicht, aber er macht es. Also die Diskussion ist, ob wir Forschungsförderung sozusagen neutral machen, technologieoffen, also zum Beispiel eine steuerliche Erleichterung für Forschung und Entwicklung, also wenn man das von der Steuer absetzen kann, dann ist erstmal egal, worüber man forscht, dann kann man es absetzen, das ist also sozusagen neutral. Aber was sozusagen hier dieser missionsorientierte Ansatz, der Staat soll sagen, jetzt forscht mal im Wasserstoff, jetzt forscht mal zu künstlicher Intelligenz. In Amerika wird es gemacht. Bei uns aber auch. Also wir haben das auch schon immer gemacht, weil zum Beispiel die Fraunhofer-Institute, die sind ja alle thematisch nicht ganz frei in ihrer Ausrichtung, oder jetzt haben wir neue Lehrstühle für künstliche Intelligenz, 100 Lehrstühle geschaffen, die schafft die öffentliche Hand, diese Lehrstühle, weil sie sagt, die Forschung ist für uns so wichtig, da geht bitte rein. Das Bundesforschungsministerium macht ganz viel Projektforschung, schon immer im Klimabereich zu grünem Wasserstoff, zur Sozialpolitik im Klimabereich. Also wir haben schon den missionsorientierten Ansatz drin gehabt. Deswegen ist das gar nicht so radikal neu. Auf europäischer Ebene sehen wir ja diese Important Projects of Common European Interest, die ich eben erwähnt habe, also diese IPCIs, und die sind zum Thema Wasserstoff, Batterietechnologie und noch zwei weitere Themen, Medikamente, glaube ich, wo man dann halt die Europäer gemeinsam Forschung fördern, zu einer bestimmten Forschung und Produktion fördern. Meine Sorge ist eher, das sehen wir nämlich jetzt in der Politik, dass die Politik gar nicht die Forschung fördert, sondern die Produktion. Also das große Thema ist der grüne Wasserstoff, und die Unternehmen, die Stahlunternehmen zum Beispiel, die kriegen jetzt viel Geld aus diesem einen IPCEI, dass sie ihre Produktionstechnologie umstellen, und dann werden die auch vermutlich wieder viel Geld bekommen, dass sie, das ist zumindest der Plan der Regierung, dass sie dann grünen Stahl produzieren aus grünem Wasserstoff. Ja. Und hier fördert man aber nicht die Forschung, sondern man fördert die Produktion. Und das ist viel kritischer, weil sozusagen natürlich findet in der Produktion auch Forschung statt, ja, aber warum ist der Hebel die Produktion und nicht eigentlich die Forschungstruppe, die dahinter stellt? Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass der Staat also nicht alles macht, also dass das Ergebnis, er finanziert das Ergebnis, sondern die Forschung muss dann schon noch offen sein und man sollte an der Forschung stärker ansetzen. Schließen wir auch nochmal den Kreis. Forschung ist wichtig, Staat ist wichtig bei der Frage der Innovationen. Und auch bei der Zusammenarbeit der Staaten miteinander. Sie haben gesagt, Globalisierung ist nicht tot, aber mehr Miteinander muss jetzt auch wieder kommen. Ja, also sagen wir so, ich will nur, dass wir die Lanze nicht zu stark für den Staat hier brechen. Also wir haben vor 3 Tagen auch eine Studie rausgebracht, wie ist denn der Investitionsstand auch Deutschlands? Genau. Und da sind wir abgerutscht. Also wir werden immer unattraktiver für Unternehmen. Ja, das ist also, der Staat hat wichtige Aufgaben, er soll sich aber auch auf diese konzentrieren und nicht noch alle anderen Aufgaben, die er gerne machen will, machen, weil das führt dann auf
sozusagen auf die Attraktivität des Standortes. Ja. Dass er diese wichtige Aufgabe hat, die ist, also sowohl im internationalen Handel wird er eine stärkere Rolle einnehmen müssen, macht er auch, ist auch das Ministerium sehr umtriebig, was das betrifft, in der Zusammenarbeit mit den Staaten. Meine Hoffnung ist, dass das am Ende europäisch erfolgt, weil eigentlich ist Außenwirtschaft ist schon ein europäisches Thema, aber weil jetzt Außenwirtschaft kombiniert wird mit Außenpolitik und die ist nun mal national in Europa, muss man mal schauen, wer dann am Ende da sozusagen die Federführung behält. Ja, das ist, aber es ist eigentlich sind es europäische Themen, die uns hier betreffen. Also vielleicht, das wäre so die positive Sicht, dass wir dadurch auch eine Stärkung in Europa hinbekommen, dass wir das dann gemeinsam machen. Wir sind in einer Phase aber, wo es nicht gemeinsam ist oder weniger zumindest mal. Die Schranken werden hochgezogen, Sie haben Selbstzölle angesprochen, dass sie sich dann eben gegenseitig wieder hochschaukeln sozusagen, auch in Bezug auf Klima. Gehen wir durch eine Phase, eine sehr ungemütliche, die auch Wohlstand kostet, um danach durch Innovation, durch die Erkenntnis, dass man nur zusammen etwas erreichen kann auf der Welt, auch durch die schmerzhafte Erkenntnis, wieder weiterkommen? Also ich glaube, dass sozusagen, das ist alles ein bisschen Glaskugel, weil wir nicht wissen, wie lange dieser Krieg geht. Der dominiert uns jetzt schon sehr stark und er wird auch unser Denken dominieren. Das ist Russland. Der Krieg, der Handel mit China ist da nur sekundär von betroffen. Und wenn man sich überlegt, was wir mit Afrika für Handel machen oder mit Südamerika, da interessiert die nicht, was die Russen da machen. Ja, das ist deswegen. Aber uns und unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand wird das noch sehr stark beeinflussen. Also in der Energie haben wir eigentlich mehr Sorge vor dem nächsten Winter als vor diesem Winter. Ja, also das, weil wir die Speicher, die wurden dieses Jahr mit russischem Gas gefüllt. Das ist nicht mehr da, um die Speicher zu füllen. Allerdings, wenn der Winter so bleibt dann, und die LNG-Terminals angeschlossen sind, wird dort der nächste Winter machbar werden. Ja, aber das ist die kurze Sicht. Die mittlere Sicht ist die Klimathematik, ist das Klimaproblem. Und da sehe ich, also mit meinen chinesischen Kollegen kann ich am besten über Klimapolitik diskutieren. Ja, das ist, weil da haben wir dasselbe Interesse. Ja, in der Wirtschaftspolitik, da sind wir nicht immer einer Meinung. Ja, also International Property Rights oder wenn wir über Universitäten und Forschungsfreiheit, das ist halt da ein anderes System. Und aber Klimapolitik, da gibt es die gemeinsamen Interessen und ich würde die chinesischen Signale jetzt auch so interpretieren, die brauchen das Wirtschaftswachstum, die brauchen den internationalen Handel, und in der Klimapolitik findet man vielleicht das gemeinsame Element, um dann halt auch zum Beispiel die Zölle wegzuverhandeln, ja, weil man gemeinsam in der Klimapolitik voranschreitet. Notwendig ist dazu aber, dass man sich mehr mit Risiken beschäftigt, dass man resilienter wird, nicht nur in einem Unternehmen, in der gesamten Wirtschaft. Das Ziel muss am Ende sein, dass wir alle zusammen weniger Krisen und weniger Kriege haben und damit auch weniger Abhängigkeit, Erpressbarkeit. Wie gelingt uns das? Naja, jetzt muss man fairerweise sagen, von den drei Krisen, die wir hier hatten, war nur eine aus der Ökonomie gekommen, ja, die Finanzmarktkrise. Ja. Also für die anderen beiden dürfen die Ökonomen nämlich nicht die Verantwortung. Ja. Sagen wir so, Covid ist, es gab, also aber das finde ich auch. Die Folgen schon. Also. Die Folgen natürlich schon. Krisenmanagement ist das große Thema. Wie gehen wir mit Krisen um? Es gab im Bundestag vor 15 Jahren eine Studie zu, was sind die größten Risiken für Deutschland? Und das waren zwei Risiken, das eine war Erdbeben und das andere war eine Viruserkrankung, internationaler Virus, der kommt, mit einer Wahrscheinlichkeit einmal in 1000 Jahren. Ja, das war die Wahrscheinlichkeit, die da kalkuliert worden ist. Dann macht man natürlich keine Politik darauf. Ja? Also es lohnt sich nicht, Masken vorzuhalten, wenn vielleicht in 800 Jahren die gebraucht werden. Ja? Das ist also, und ich würde nur sagen, diese Risiken, die waren immer latent vorhanden, aber mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Ja? Ich glaube, wir haben schon einiges aus den Krisen rausgenommen. Im Finanzmarktbereich hatte ich schon erwähnt, auch jetzt hier im Covid-Bereich. Die europäische Gesundheitspolitik ist gestärkt worden. Deutschland hat Pandemie-Bereitschaftsverträge, so nennt sich das, dass ein Teil der Impfstoffproduktion wieder nach Europa zurückkommt. Also wir haben Maßnahmen, dass die Wirtschaft resilienter geworden ist. Ja. Und ich persönlich muss sagen, Russland, finde ich, ist ein Rückschritt, ein zivilisatorischer, dass ein Staat, einen anderen Staat in Europa angreift, das ist schon. Also da müssen wir vieles dran tun, dass das nicht wieder geschieht durch diplomatische Mittel. Aber auch, ich glaube, auch daher hat die Wirtschaft einen Vorteil. Also wenn Russland so stark gewachsen wäre wie China vorher, hätten die auch gesagt, da haben wir so viel Vermögen zu verlieren.
Das war dann vielleicht doch nicht, ja. Aber die sind nicht gewachsen. Russland ist geschrumpft. Russland ist wirklich wirtschaftlich ein verlorener Staat gewesen. Hindert Sie nicht, diesen Krieg weiter zu betreiben? Genau. Waffen haben Sie. Genau. Wir können leider jetzt keine anderen Aussichten bieten, weil wir nicht wissen, und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, wie sich der Krieg weiterentwickeln wird. Davon hängt ganz vieles ab. Aber trotzdem haben wir auch gelernt, dass dieser Krieg uns zusammengeschweißt hat innerhalb Europas und auch mit vielen anderen in der Welt. Aber das würde ich dann durchaus als Fortschritt bezeichnen, wenn es auch noch keine Lösung des Problems ist. Ich würde an der Stelle das Gespräch mit Ihnen beenden, unsere kleine Diskussion, bedanke mich herzlich dafür und würde Sie jetzt bitten, Ihre Fragen zu stellen, die Sie an Herrn Professor Wambach haben. Da habe ich schon jemanden, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, genau hier, das Mikro kommt. In andere Lebensbereiche. Ich komme aus der Medizin, als Medizinstudent, bin auch Politologe und ich kenne den Hintergrund und erlebe ihn tagtäglich, kommuniziert von Pflegerinnen und Pflegern, von Ärztinnen und Ärzten, wie problematisch es sein kann, wenn ökonomische Lehren Einzug halten, eben in den Bereich Gesundheit, aber auch Bildung und das Effizienzdenken über Qualität selbst steht. Und das ist, glaube ich, auch der Bereich, der sehr essentiell das Leben von sehr vielen Menschen betrifft, wenn man an den Mangel in Kinderkliniken oder auf den Intensivstationen denkt. Bitte dazu noch eine Äußerung. Also das ist die Ökonomisierung sozusagen. Der Gesundheitspolitiker Herr Lauterbach hat das auch schon lautstark beklagt. Geht es denn ohne Ökonomie? Ja, aber da, also über den Lauterbach habe ich mich ja da tatsächlich sehr geärgert, dass er alles, was er jetzt macht, erklärt, weil die Ökonomisierung schuld sei. Ja, das ist die als Wissenschaft. Die Ökonomie ist die Wissenschaft der Verwendung knapper Güter. Im Paradies gibt es keine Ökonomie. Im Paradies haben Sie alles und da brauchen Sie nicht auf Ökonomie zuzugreifen. Da brauchen wir nichts Knappes zu verteilen. In der Wirtschaft haben wir knappe Güter und die Ökonomie ist die Wissenschaft davon. Wie gehen wir damit um? Und das Gesundheitssystem hat knappe Güter, auch wenn das nicht jeder wahrnehmen will im Gesundheitswesen, aber so ist es. Und deswegen ist es, die Ökonomie ist zwingend. Und ein schönes Beispiel ist ja jetzt die Krankenhausreform. Es wird kritisiert, dass es jetzt da die DRGs gibt, also diese, man wird als Fall bezahlt, also ein Fall kommt rein, der wird bezahlt, das sind diese Diagnosis Related Groups. Und jetzt gibt es halt viele Fälle. Deutschland hat die meisten Operationen, ja, dass die vorher wurde man nach Tagen bezahlt. Also wenn jemand im Bett lag, wurde er bezahlt, was dazu geführt hat, dass wir die meisten Leute in den Betten liegen hatten, weil die nach Tagen bezahlt worden sind. So ist es nun mal. Irgendwie muss man zahlen. Ja? Man kann sagen, man macht ein fixes Gehalt. Das hatten die Engländer gehabt. Ich habe etwas Rückkopplung hier. Die hatten die Engländer gehabt im NHS. Wenn die, ja, ich versuche, dann ist die Rückkopplung so stark. Die hatten also einen, die hatten Fixgehalt gehabt, aber dann sind halt auch die Ärzte um 4 Uhr nach Hause gegangen, ja, weil die hatten ein Fixgehalt. Ja, das hat auch nicht funktioniert. Ja, das ist wir. Deswegen, es ist ein ewiges Austarieren. Darauf will ich hinaus. Und ja, die Anreize können falsch wirken und die können übertrieben wirken. Aber ich bin ganz überzeugt, dass die Ökonomie die Lösung ist und ich würde sogar, also eine gute Ökonomie ist die Lösung, vielleicht können wir uns darauf, eine vernünftige Ökonomie, aber vielleicht können wir bei dem Punkt, weil, also das wissen ja auch gar nicht so viele, aber wir haben in Deutschland die meisten Ärzte pro Kopf und die meisten Pfleger pro Kopf in Europa. Wir reden immer über Pflegenotstand, wir haben die meisten Pfleger pro Kopf hier in Europa und ich würde sagen, dann gehen wir wohl nicht ganz effizient mit dem System um. Wenn wir die meisten haben pro Kopf, aber wir trotzdem sagen, es fehlen, ja, was sollen dann die Dänen sagen oder die Schweden oder die Niederländer? Ja, es ist noch nicht effizient genug, also um Ihren Begriff zu wählen, und es hat was mit Anreizen zu tun, es hat was mit Ökonomie zu tun und mit den Strukturen. Deswegen ist es ja auch gut, dass jetzt eine Krankenhausreform kommt und da sind ja auch viele vernünftige Aspekte drin. Ja, ich glaube nur nicht, dass die Ökonomie schuld ist, dass die kommen sollte, die Krankenhausreform, sondern ich glaube, dass in den Wirtschaftswissenschaften schon viele Erkenntnisse da sind, die da auch helfen, wie man Anreize richtig setzt. Ich würde sie auch evaluieren. Also der Arbeitsmarkt ist ein ganz gutes Beispiel. Der Arbeitsmarkt ist ja auch sehr nah am Menschen
offensichtlich ist der Arbeitsmarkt, viele Maßnahmen, die helfen sollten, die Menschen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die werden jetzt alle evaluiert und wenn sie funktionieren, toll, dann machen wir weiter. Wenn sie nicht funktionieren, dann halt eine andere Maßnahme. Und ganz zu Anfang waren halt viele dieser Weiterbildungen, die sind dann abgeschafft worden, weil die Leute hinterher schlechter zu integrieren waren als vorher, nachdem die dann zu lange aus dem Arbeitsmarkt raus waren. Das ist so eine Erkenntnis, die ist ja auch erstmal unpolitisch, sondern man schaut sich an, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ja, hier vorne bitte. Meine Frage an Sie ist, ich habe so den Eindruck, dass Sie gewisse Risiken die aufdecken, die Sie aber vorher an den Staat sozusagen, ich sage mal insgeheim, als Wirtschaft delegiert haben. Also ich habe jetzt zwei Beispiele in den ersten Statistiken zum Beispiel. Da gibt es zum Beispiel, da ist zum Beispiel der HIV-Virus nicht erwähnt. Warum wurde in den jetzt in 100 Jahren, 100 Jahren waren es nicht, aber in den 30, 40 Jahren, wo es den gibt, kein Impfstoff gegen den HIV-Virus entwickelt? Und dadurch wuchsen dann auch Risiken. Oder was den Arbeitsmarkt angeht, wurden zum Beispiel neue Krankheiten erfunden, die also Arbeitgebern ermöglicht haben, ich sage jetzt mal Missliebespersonal als krank einzustufen. Dadurch entstehen natürlich auch Risiken. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel, ich nenne es im Grunde das Beispiel, wenn jemand einen Kredit aufnimmt, aber er wird dann plötzlich als krank eingestuft, dann ist dieser Kredit faul und das bedeutet, die Banken haben ein Interesse, ihn zum Beispiel in diese berühmt-berüchtigten Produkte zu verpacken, wie es zum Beispiel in der Finanzkrise passiert ist. Also ist das fair, dass sozusagen die Wirtschaft, sage ich jetzt mal, auf die Politik delegiert, sage ich jetzt mal, wenn es die Politik nicht selber war, und dann am Ende Sie sagen, ja, das waren ja Risiken, die wir nicht erkannt haben, jetzt müssen wir Schulden aufnehmen, die dann den Staat belasten und dann wieder zusätzlich noch den Staat wieder zwingen, das wieder reinzuholen. Ich will das jetzt mal so andeuten. Ja. Verstehen Sie? Danke. Ich finde das ein ganz, also mit HIV kann ich nicht zu sagen, warum das da nicht mit drauf stand, ist ein guter Punkt. Ich bin gerade in einem Gremium, da geht es um Medikamentenentwicklung und die sagen mir, wenn sie das Budget hätten, was für HIV zur Verfügung steht, wären sie eigentlich ganz froh. Also es liegt nicht am Budget, darauf wollte ich hinauskommen. Aber das andere ist, wie teilen wir das Risiko richtig auf? Und Schritt zurück, Walter Eucken, der Freiburger Schule, der die Prinzipien hatte für eine Volkswirtschaft, der hat halt das Prinzip der Haftung. Jeder haftet voll und deswegen, ne, also jedes Unternehmen haftet für das, was es tut. Ja. Nur mit dem Einzug der Versicherungen, die ja auch schon, ich glaube in England waren die ersten, das waren Schiffsversicherungen, ist das Haftungsprinzip schon aufgeweicht worden, weil natürlich man nicht voll haften kann. Unsere Unternehmen sind GmbHs. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wir haften ja auch nicht voll. Also wenn ich mich zu hoch verschulde, dann kann ich immer noch die 7 Jahre Insolvenz machen. Ja, also weil man nicht voll haften kann für alles und in manchen Zwecken kaufen wir Versicherung. Und wie man die Risiken richtig aufteilt, ist nicht nur eine Wissenschaft, ist auch eine Kunst. Ja, also das ist ein ewiges Ringen, was landet beim Staat, was landet bei den Unternehmen, was ist die Aufgabe der Unternehmen. Also ich will ein Beispiel nennen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Da hat man dafür gesorgt, dass dieses Risiko bei den Unternehmen landet, was dazu führt, dass unter anderem in Deutschland montags mehr Krankheitsfälle sind als in anderen Ländern. Was aber auch dazu führt, dass die Grippe nicht so schnell verteilt wird. In den USA, die haben Bundesstaaten ohne Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Dann gehen die Leute, wenn die im Winter erkältet sind, gehen die arbeiten. Ist ja klar, weil die kriegen es nicht kompensiert. Und deswegen haben die größere Grippe, also schnellere Grippedurchsetzung, als wir das haben. Und das ist so eine, immer diese Abwägung, das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, wir haben, was die Sozialpolitik ist, einen ganz guten Weg gefunden, wäre jetzt meine sozusagen eine allgemeine Aussage, was die Unternehmensrisiken betrifft. Also der große Faktor sind tatsächlich bei Risiken Banken und Versicherung. Ja? Und Banken, das lief schlecht. Da haben wir jetzt mit der höheren Eigenkapital, eigentlich sind wir auf dem richtigen Weg. Mit den Banken müssen jetzt ein Living Will schreiben, die müssen jetzt schon angeben, was passiert, wenn sie in Insolvenz gehen, dass das System nicht kriselt. Und in Versicherungen gibt es immer noch offene Punkte, also wird ja auch diskutiert, ob wir Pflichtversicherung brauchen jetzt bei den
zum Beispiel Risiken, Hochwasserrisiken, ja, weil da auch viele von uns sicher nicht, also viele Haushalte sind ja nicht versichert. Da gibt es jetzt auch, also ich würde sagen, da, wo die offenen Punkte sind, gibt es immer ein Austarieren, ja, und da kann man immer etwas mehr auf die andere Seite gehen. Dieses, dass wir grundsätzlich sagen, wir verdrängen die Risiken, das würde ich nicht so sehen. Da möchte ich immer mal einhaken, ja? Kurz. Risiken, bei Banken haben wir gelernt, too big to fail, zu groß, um umzufallen, deshalb muss gerettet werden. Das haben sich die Banken gemerkt und das wissen sie, das wird, wenn es wieder passiert, der Staat auch wieder da ist. Wir haben jetzt Uniper, apropos Energiekrise, der Staat musste wieder retten und wieder war die Systemrelevanz die große Frage, also einen letzten Willen oder überhaupt eine Willenserklärung, wer haftet, das fehlt tatsächlich. Ja, Uniper würde ich auch gerne mal die Analyse sehen, ich weiß nicht, ob es später evaluiert wird, ob man die auch hätte in die Insolvenz gehen lassen können und dann neu aufstellen. Ja, das natürlich, wenn die in die Insolvenz gehen, die Kunden leiden, ist klar. Ne? Also wenn mein Lieferant in die Insolvenz geht, dann habe ich erstmal die schlechten Karten und das hat der Staat ja versucht, sozusagen dafür zu kompensieren, dass nicht die Kunden von Uniper leiden, dass sagen wir so, wir hatten in der Bankenkrise, war das deutsche Management ist in die Kritik gekommen, weil wir sozusagen aus der Krise rausgegangen sind und der Staat hatte sich stark verschuldet und das nicht zurückbekommen, das Geld, während die Amerikaner und ich glaube auch die Skandinavier, die haben das viel, die haben auch, also die haben dann die Banken auch gekauft, auch in die Insolvenz gehen lassen und die kamen am Ende mit plus minus null sogar raus mit ihrer Unterstützung. Wir haben ja eigentlich nur die Brücke unterstützt von heute nach. Jetzt in der Corona-Krise ist der Staat relativ gut rausgekommen, also Lufthansa war ein Gewinngeschäft für die öffentliche Hand. Jetzt sollte das auch nicht ein Gewinngeschäft sein. Ich finde, der Staat sollte nicht spekulieren mit seinem Krisenmanagement. Also der kann auch mal Verluste machen. Aber es ist schon so, dass man sagt, wir unterstützen für die Krise und nach der Krise sind wir wieder raus. Und eigentlich müsste das auch, ne, hier werden keine Geschenke verteilt, sondern genau. Ne, wir helfen, durch die Krise zu kommen, weil bis wir in der Krise das ganze Formale, also eine Insolvenz, das muss ja vor Gericht, dann wird dagegen geklagt. Wir haben halt jetzt nicht zwei Jahre Zeit. Wir müssen in einer Woche entscheiden, dann machen wir es lieber selber. Ne, das ist ja die Logik, die dahinter steckt. Der Herr da hinten. Mikro, genau. Dann gehen wir auch mal auf die andere Seite, keine Sorge. Ich versuche so gut wie möglich das zu verteilen. Vielen Dank, Herr Wambach, für Ihren Vortrag. Meine Frage ist zweigeteilt und zwar bezieht sie sich zuerst auf eine Welle, die auf uns zukommt, wie wahrscheinlich auf alle westlichen Gesellschaften. Das ist die Frage des demografischen Wandels. Das ist in China genauso ein Problem wie in Frankreich. Es gibt Hochrechnungen, die sagen, dass es 170 keine Japaner mehr geben wird. Das ist meine erste Frage. Wie geht die Wirtschaftswissenschaft damit um? Welche Instrumente gibt es da? Und die zweite Frage bezieht sich auf die Konzentration von Vermögen. Wir haben, glaube ich, wenn ich Piketty richtig verstanden habe, eine Vermögenskonzentration, die ist so hoch wie in der Belle Epoque. Wie gehen wir damit um, dass es Individuen gibt, die aus unseren Steuerkreisläufen zum Beispiel komplett ausgeschert sind, die sich nur noch, die sich ihr Einkommen selber aussuchen können? Wie machen wir das? Ja. Also zum demografischen Wandel, da kann ich jetzt nur von unserem Beirat im Wirtschaftsministerium sagen, da haben wir eine ganze Reihe von Gutachten geschrieben, weil wir das schon als Sorge auch betrachten, dass da muss man schon längerfristiger denken und im politischen Alltag fällt denen das schwer. Ja, also man sieht das jetzt ganz schön, dass Scholz jetzt zurückrudert bei der Rente mit 63, dass er jetzt merkt, die Leute gehen alle so früh in die Rente. Ja, das hat er mit durchgesetzt, dass die gekommen ist, die Rente mit 63. Ja. Und das übrigens, Scholz hat zweimal die Ökonomen angegriffen. Das eine Mal hatte ich auf den Folien und das zweite Mal war, als wir dieses Gutachten geschrieben haben zur Rente. Und da hat er gesagt, dass er möchte lieber mit richtigen Experten reden. Ja, und wir, da waren alle sauer. Ja, also, aber anscheinend hat er es jetzt, dann hat er gemerkt, dass wir recht hatten, wenn er mit den richtigen Experten geredet hat. Nein, es ist ein großes Thema. Was bedeutet es für Deutschland? Ich finde die eine Sache ganz nett. Ich war mal in Taiwan und die haben de facto eine Ein-Kind-Politik.
nicht per Gesetz, aber weil es halt, die haben so ein extrem anstrengendes Schulsystem, dass die Eltern nicht mehr als ein Kind haben wollen. Also sie haben ein riesen demokratisches Problem wie China, ja, selbe Format. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie funktioniert das bei euch? Und dann haben sie auch bei den ein Kind, sind dann meistens mehr Jungs als Mädchen. Also wenn die aussuchen dürfen, wollen die Jungs haben. Und das ist ja möglich, zum bestimmten Grade. Auf jeden Fall sagten die, also Heiratsmarkt haben sie ein Problem und Rente und sowas haben sie ein Problem. Sagen sie, solange wir reicher sind als unsere Nachbarn, haben wir kein Problem, weil dann kommen die zu uns. Ja, und das ist die Problem. Und das ist also der Gedanke, ich erzähle den immer hier in Deutschland auch, weil Migration ist schon ein wichtiges Thema. Ja, und wir sollten das schon auch positiv konnotieren, solange wir wohlhabender sind als die Nachbarn, kommen halt die Nachbarn auch, ja, um hier zu arbeiten. Weltweit, was China betrifft, also Kollege Fuß sagt das ganz gerne in seinem Vortrag, er hat nicht Sorge vor China, sondern um China. Ja, weil das demokratische Problem ist da schon extrem gravierend. Ja, die haben also noch ein paar Jahre, die gut laufen, und dann kommt dieses Demografieproblem, das schlägt rein. Ich komme eher aus der Innovationsökonomie und aus der Wettbewerbsökonomie. Die haben jetzt die Unis stärker und in der Kandare die Unternehmen stärker kontrolliert. Die kriegen die Innovation nicht mehr so hin, wäre meine These. Ja, also das wird allen unseren Modellen widersprechen, aber wer weiß, China hat ja schon einigen Modellen widersprochen. Also die werden eine ganze Reihe von Problemen hinbekommen. Ich glaube, es wird uns gut tun, wenn wir das demografische Problemthema ernster nehmen würden. Also dass, wenn die Politik sich hinbekommt da und dann auch, also jetzt nicht nur die Kapitalrente, das ist ja auch ein Baustein, aber sich wirklich überlegt, die ganzen Rechnungen der Politik gehen nur bis 2030. Ja, die Probleme setzen danach an. Ja, das ist, die wissen die auch, ja, aber das ist halt politisch auch sehr schwer, damit Wahlen zu gewinnen mit der Rententhematik. Zweites Thema ist die Vermögensumverteilung. Da hat ja Piketty echt was geleistet, das Thema voranzutreiben, dass das diskutiert wird. Auch aus den Kreisen sozusagen, wo man sagt, eher konservative Ökonomenkreise als vom Finanzministerium, die sprechen sich für eine Erbschaftssteuer aus, eine stärkere Erbschaftssteuer, ja, also das, und zwar indem man sagt, die ganzen Ausnahmenregeln weg und dann aber, also den Satz nicht so hoch, also nicht 40%, sondern vielleicht 10% Erbschaftssteuer, aber dann ohne die Ausnahmenregeln, da gibt es sehr gute Argumente für, dass man das macht. Das Problem ist, historisch ist die Gleichheit entstanden immer im Krieg. Ja, also man braucht einen Krieg, um Vermögensgleichheit hinzubekommen. Ja? Und das ist keine Politikempfehlung, die wir abgeben würden, um das zu machen. Das heißt, wir müssen schon im existierenden Steuersystem machen. Mit der Lohnsteuer kriegt man nicht mehr viel hin. Die Lohnsteuer, es gibt in der Ökonomie die Theorie der optimalen Besteuerung, weil man natürlich... Also wir machen diese Modelle, Mikrosimulationsmodelle heißen die. Wenn der Steuersatz sich erhöht, dann reagieren die Menschen drauf, indem sie zum Beispiel weniger arbeiten. Ja, insbesondere in Deutschland der Zweitverdiener. Also der Erstverdiener ist meistens der Mann, Zweitverdiener ist meistens die Frau. Der Mann arbeitet seine 40 Stunden, die Frau arbeitet Teilzeit. Oder der Zweitverdiener arbeitet Teilzeit. Wenn die Besteuerung höher ist, arbeitet die Person weniger. Weil die sagt, okay, ob ich jetzt 25 Stunden oder 20 Stunden, wenn das mir so viel weggenommen wird, mache ich das nicht. Und das zeigen die Simulationen auch, man nennt das die Elastizität der Nachfrage, die reagieren drauf, also die reagieren drauf auf die, oder halt in Unternehmen, wenn es dann ein, dann sind es halt dann macht man Gewinne draußen, ist kein Lohn, also man verändert Strukturen, oder man geht ins Ausland. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dem zu entgehen, und das haben die Simulationen drin. Und deswegen ist im Lohnsteuersystem nicht mehr viel Spielraum, das zu machen. Wo Spielraum ist, meines Erachtens ist die Erbschaftssteuer, und Vermögenssteuer ist in Deutschland echt ein schwieriges Thema. Die Erfahrung damit ist nicht sehr positiv, weil es ist ein Riesenaufwand, die zu machen. Und die großen Vermögen, an die Sie ja gerne, vermutlich suggerierte das Ihre Frage, ja, an die Sie gerne ran wollen, ja, die sind weg. Ja, die gehen dann ins, die Vermögen ist mobil, ja, das ist, die kriegen sie nicht. Also deswegen, also ja, es wird diskutiert, und ich finde es auch ein ernsthaft zu nehmendes Thema. Also wir haben eine Abteilung, also eine Forschungsabteilung für Gleichheit. Und die hat zwei Aspekte, vielleicht will ich die auch noch einbringen, wenn ich darf, weil das, ich finde das von der Forschungsfrage auch sehr spannend. Das eine ist, dass die auch der Frage nachgehen, wir sollten nicht nur Vermögen oder Geld anschauen, sondern auch andere Formen der Umverteilung, zum Beispiel öffentliche Schulen, Bussysteme und so weiter. Also der Wohlhabende profitiert nicht vom Bussystem, weil der fährt eh keinen Bus. Ja, also um es jetzt mal überspitzt zu sagen, ja, das ist also dann eher eine Subvention für oder ein Beitrag für ärmere Haushalte. Und das Zweite ist, dass man sich anschaut über die Lebenszeit. Also in unseren ganzen Studien sind bei den Armen immer die Studenten dabei.
Also ich weiß, ob Studenten hier sind, Sie sind arm. Ja, also Studenten sind arm, statistisch sind die immer arm, aber im Lebenseinkommen natürlich nicht. Im Lebenseinkommen sind die wohlhabend, ja, weil, also im Schnitt. Ja, nicht jeder wird wohlhabend, aber im Schnitt sind die Studenten wohlhabend. Und dass man diese Lebenseinkommensperspektive stärker macht, das sind so die Forschungsthemen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber dann auch konkret, wenn jetzt eine neue Reform ist, was hat die für Auswirkungen, wenn jetzt, war ja die Diskussion, der Sachverständigenrat hat ja gesagt, den Steuersatz zu erhöhen, was hat das für Auswirkungen auf die Arbeitsplätze? Das sind so Simulationen, die wir dann machen. Wer möchte noch fragen? Da hinten, bitte. Ich hatte vor kurzem einen Gedanken, der mich seitdem nicht so richtig loslässt und wo ich gerne mal Ihre Meinung dazu hätte. In Sachen Globalisierung wird ja Afrika oft als, sagen wir mal, Verlierer oder eher schwacher Teil der Welt dargestellt. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob sich der afrikanische Kontinent nicht mal also auf ein höheres wirtschaftliches Niveau bewegen könnte, wenn er sich mal kollektiv als Kontinent wirtschaftlich vom Weltmarkt abkapselt und innerhalb, wie zum Beispiel in der EU, Freihandel betreibt und nach außen hin Protektionismus. Würde das, also wäre es möglich, dadurch Afrika zu einem kapitalstärkeren Markt zu machen oder auch zu einem stärkeren Absatzmarkt? Also der Gedanke, dass man sich zuerst abschotten muss, der ist in den Wirtschaftswissenschaften wohl etabliert. List, ein deutscher Ökonom, hat da seine Arbeiten zugeschrieben. Und das ist das Argument, im Angelsächsischen läuft das über Infant Industry Politik. Also wenn man eine Industrie in ihren Kinderschuhen hat, dann macht es Sinn, sich zuerst abzuschotten und dann erstmal aufzubauen und sich dann erst dem Weltmarkt zu öffnen. Weil wenn man sich so früh öffnet, dann überrollt der einen und dann kann man da nichts aufbauen. Ja? Dieser Gedanke ist da, der wird auch gelebt. Also Südkorea hat sich zu Anfang abgeschottet und ist es dann auf den Weltmarkt gegangen. Man ist, also ökonomisch ist das, glaube ich, ganz gut verstanden in der Außenhandelstheorie. Im Politischen ist dann immer die Sorge, wer ist diese Infant Industry? Und ist das halt die Industrie, die gerade der Cousin vom Präsidenten ist? Ja, also dass der die Industrie abschottet, also die ganzen politökonomischen Effekte, die da eine Rolle spielen. Ja, sodass es sozusagen als allgemeine Regel ist es schwierig, die zu haben, aber eine gewisse Abschottung ist sinnvoll. Und wir sehen das in den Finanzmärkten, dass die Entwicklungsländer, die sich zu Anfang doch sehr stark dann auch immer in Dollar verschuldet haben, so tief in die Krise reingelaufen sind, dass die jetzt in ihren Finanzmärkten eigentlich stabiler sind, weil sie halt sagen, nee, denn wir machen halt keine Auslandsgeschäfte oder nicht über ein bestimmtes Ausmaß hinaus, um nicht in diese Abhängigkeiten reinzukommen. Ja, das ist, also insofern ist da was dran. Wie man es sauber politisch umsetzt, ist halt das Schwierige. Ne? Und das muss man dann gerade in den Entwicklungsländern, die haben ja auch nicht die stabilen Regierungen. Ne? Das ist ja ein Riesenproblem auch dieser Länder, dass die nicht so stabil dastehen. Und ich würde auch noch einwerfen, dass Afrika natürlich ganz schwierig ist, als einheitlicher Kontinent zu denken. Es gibt so viele Unterschiede, so viele Kriege, so viele Probleme, dass es wahrscheinlich schwierig ist, eine einheitliche Meinung oder ein einheitliches Auftreten zu finden. Aber entdeckt wird es jetzt, und es ist auch sinnvoll, auch mit Blick auf die Globalisierung, auf Diversifizierung, mehr Afrika in den Blick zu nehmen. Oh ja, das ist, finde ich, also wie habe ich ja angedeutet, also sozusagen vielleicht ein gutes Ergebnis der ganzen Sache, dass wir Afrika brauchen, dass Afrika wichtig ist, Afrika braucht auch uns, ja, dass wir nicht den Chinesen da sozusagen den Vorrang lassen. Ja, dass, ich finde es ja auch gut, dass China da investiert, also nur um das, also auch das ist ja sinnvoll, dass da investiert wird und dass wir da nachziehen, mitziehen. Wir hatten es mal für eine Studie angeschaut, wir investieren schon viel mehr als die Chinesen, sowieso. Nur heißt das halt bei denen Belt and Road Initiative und das hat einen klangvollen Namen. Bei uns hieß das, glaube ich, Konnexitätsstrategie. Ja, das ist, versteht ja keiner. Ja, das ist, und es ist nicht gebündelt und da sind viele Einzelunternehmen und so weiter. Wir investieren eigentlich schon viel mehr sowieso, weil es auch näher liegender ist. Und es gibt in der Außenwirtschaft das Modell, das Gravitationsmodell. So wie Planeten umeinander fliegen, ist ja die Wirkung aufeinander hängt ab von dem Abstand, eins durch den Abstand zum Quadrat, das ist die Kraft, die von so Planeten aufeinander wirkt. Und in der Außenwirtschaft ist das eine ganz gute Beschreibung. Also wenn man sich anschauen will, wie viel Handel machen Länder miteinander, dann muss man sich die Kilometerdistanz anschauen und eins durch zum Quadrat,
durch diese Kilometerdistanz beschreibt im Prinzip den Handel. Ja, deswegen liegt uns Afrika also auch tatsächlich wirtschaftlich näher und das hat den positiven Effekt, dass wir da uns stärker engagieren. Das, glaube ich, ist eine sehr gute Entwicklung. Wir würden langsam zum Ende kommen, aber ganz oben meldet sich jemand und dem würde ich gerne die Gelegenheit geben, Frage zu stellen. Hören Sie mich jetzt? Ja, wunderbar. Und zwar meine Frage wäre, ob nicht unbedingt die Finanzkrise das größte Problem der Ökonomie auch als Wissenschaft ist, sondern eigentlich der Klimawandel. Gerade auch die, sage ich mal, die Annahmen und Modellierung der Ökonomie über die Informationsfunktion der Preise ist ja wirklich etwas, was auf Ebene des Klimawandels absolut gescheitert ist in den letzten 60, 70 Jahren. Und gerade auch da noch in Bezug zur Globalisierung ist ja auch die Frage, ob die zunehmende Globalisierung uns eben auch nicht die politische Reaktion auf sowas erschwert, weil sie ja eben auch zum Beispiel gerade zur Erbschaftssteuer aufgeführt haben. Es ist im Endeffekt die politische Fragmentierung weltweit, die im Endeffekt Firmen oder auch Individuen es erlaubt, dieser Regulierung zu entgehen. Also zwei Punkte vielleicht auf den zweiten zuerst. Das ist tatsächlich so ein bisschen auch ein Streit in der Zunft. Die Finanzwissenschaftler haben eigentlich ganz gerne einen gewissen Wettbewerb zwischen den Staaten, sodass die nicht übermäßig reagieren oder besteuern. Ja, das ist also ein Steuerwettbewerb als positives Instrument. Man kann es negativ sehen, dass dann so Effekte, man geht nach Irland wegen der niedrigen Steuern, aber nicht, weil die jetzt als Land bessere Voraussetzungen machen. Also es hat... Das sind so die zwei Seiten dieses Wettbewerbs zwischen den Ländern, aber ich habe eine gewisse Sympathie für das Argument, dass es auch destruktiv sein kann, also der Wettbewerb zwischen den Staaten, anders als der Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Zum Klimawandel, da würde ich Ihnen aber widersprechen, also Walter Eucken, den ich ja eben schon erwähnt hatte, der hatte die konstituierenden Prinzipien und regulierende Prinzipien und eins war tatsächlich Umweltpolitik, also diese externen Effekte, dass die Unternehmen handeln ohne Rücksicht auf das, was nicht in ihren Verträgen drin sind, in dem Fall die Umwelt oder das Klima, und die Vorschläge zu einem Emissionshandel, einem Zertifikathandel, die sind auch sehr alt in der Ökonomie, also die sind schon sehr lange diskutiert worden. Ich habe bei mir im Institut ist eine Abteilung für Klimapolitik oder Klimaökonomie, die ist jetzt 30 Jahre lang, die macht die Studien dazu. Also das Problem ist meines Erachtens kein wissenschaftlich-ökonomisches Problem, es ist ein politisches Problem. Wir haben hier ein öffentliches Gut, wo alle Staaten zusammenarbeiten müssen und jeder Einzelne einen gewissen Trittbrettfahreranreiz hat. Wenn die anderen es machen, brauche ich es nicht zu machen. Ja, das ist dieses Trittbrettfahrertum. Und wie man die unter einem Hut bekommt, ist halt extrem schwierig. Das sind die Paris-Verhandlungen. Deswegen habe ich bei dem Klimaclub auch eine größere Hoffnung, weil man muss nicht mit 197 Staaten ein Abkommen hinbekommen. Ja, die großen Verschmutzer sind, das sind also, wenn man EU oder Europa als ein Staat bezeichnet, dann sind wir bei die drei großen Wirtschaftsräume und dann ein bisschen was drumherum. Ne? Also die müssen eigentlich zustimmen und dann wäre schon viel geholfen. Also deswegen viele spannende ökonomische Fragen, wie misst man es, wie misst man die Emissionen. In Deutschland sehen wir jetzt auch, also Sie sagen die Preise, das funktioniert nicht so, aber gerade die Emissionspreise funktionieren sehr gut. Das haben wir jetzt in der Krise gesehen. Höhere Gaspreise, weniger Gasverbrauch. Ja, so einfach ist es. Ja, wenn wir es schaffen, die CO2-Preise hinzubekommen und die haben wir im Strombereich, die sind bei 100 Euro, dann wird weniger verschmutzt. Jetzt will die EU einen zweiten Handel machen für Auto und Heizung, deckelt den aber bei 45 Euro. Unsere Studien sagen, wir bräuchten 200 bis 300 Euro, um unsere Ziele zu erreichen. 200 bis 300 Euro heißt, Benzinpreis steigt um 60 bis 80 Cent. Das, ne? Muss man dann wieder und das muss man wollen politisch. Und deswegen sage ich, das ist wieder ein politisches Thema. Mhm. Also die ökonomischen Simulationen liegen auf dem Tisch. Ja, das ist aber ist natürlich politisch nicht einfach zu sagen, wir erhöhen. Macron hatte die Gelbwesten bei 3 Cent Benzinpreiserhöhung. Ja, 60 Cent, da fängt er gar nicht erst an einzuschlafen. Also dann hat er unruhige Nächte. Deswegen ist der auch dagegen. Der ist gegen diesen Zertifikatehandel. Aber deswegen, wie gesagt, Preise wirken. Ich glaube, das ist auch das beste Instrument, was wir haben. Aber es ist eher an der Politik liegt, die man natürlich auch analysieren kann und verstehen muss. Genau. Damit schließt sich der Kreis. An der Politik liegt es. Die Wirtschaft muss aber auch laufen, muss aber wahrscheinlich auch mit klugen Vorgaben leben oder es sollte ein kluger Staat kluge Anreize geben, um mit Blick auf das Klima, auf die Klimapolitik, auf die Umweltverschmutzung, auf die Globalisierung
vielleicht ein neues Betriebssystem aufzustellen. Das habe ich mir geklaut von Moritz Schularik. Und ich glaube, wir haben heute viel gelernt, viel gehört von Professor Achim Wambach, welche Möglichkeiten, welche Lösungen, welches Zusammenspiel es geben kann, um in Zukunft doch besser aufgestellt zu sein. Vielen Dank. Ja, bevor Sie gehen, erlauben Sie mir noch drei Dinge mit Ihnen kurz zu besprechen. Erstens mal mein Dank an Sie. Es war ein wunderbar spannender Abend und auch nicht so deprimierend, wie man vielleicht meinen könnte. Sie haben es richtig gesagt, wir haben durchaus Chancen, uns besser aufzustellen. Was mir auch imponiert hat, ist, Herr Wambach, dass Sie mit so ganz plakativen Aussagen aufgeräumt haben und doch gezeigt haben, die Sache ist komplex und es ist immer ein Abwägen. Also Wandel durch Handel ist nicht völlig abgesagt, aber es ist auch nicht so ganz so einfach, wie man es sich vorgestellt hat. Eine Aussage war allerdings relativ klar, der Markt kann kein Krisenmanagement, auch eine wichtige Botschaft. Ich denke, die Gefahr ist nur immer, dass die Staaten sich daran gewöhnen, Krisen zu managen und nachher nicht mehr zum normalen Modus zurückfinden. Also viele erhellende Erkenntnisse, ganz herzlichen Dank an Sie. Nicht nur von mir, sondern auch von der Polytechnischen Gesellschaft. Sie kennen unser Logo, orange und blau. Das ist ein Bienenkorb. Und dieser Bienenkorb ist unser altes Logo seit 1816, weil wir uns mit den Bienen vergleichen, fleißig und klug und sozial. Und wir haben deswegen auch bei uns, unter unseren verschiedenen Tochterinstitut ein Bieneninstitut. Wir züchten also auch ökologische Bienen und ökologischen Honig. Und dann gibt es immer zum Abschluss unserer Veranstaltungen an die Referentin Frau, und die Moderatorin. Also Sie bekommen von mir jetzt noch mal ganz kurz zwei kleine Töpfchen mit Honig aus unserer eigenen Produktion überreicht. Und dann kommt gleich noch ein weiterer Dank. Also erstmal für Sie, Herr Wambach. Möge es Ihnen bekommen. Und Ihre Resilienz stärken, auch in gesundheitlicher Hinsicht. Danke sagen möchte ich an der Stelle natürlich auch dem Team der Polytechnischen Gesellschaft unter, wenn man so will, Vorsitz von Dr. Andreas Pesch, die das immer so wunderbar organisieren, aber natürlich auch unseren Partnern. Das ist einerseits die Evangelische Akademie, die uns diese wunderschönen Räume zur Verfügung stellt und die Technik managt, aber eben auch dem Hessischen Rundfunk, der uns immer ordentlich unterstützt und begleitet, in vielfacher Weise eben auch durch das Öffentlichmachen unserer Tätigkeiten. Der zweite Punkt, den ich noch mit Ihnen kurz besprechen möchte, ist die nächste Reihe. Das war ja die letzte Veranstaltung zu dieser Reihe Böse Forschung? Fragezeichen. Die nächste Reihe beginnt im Februar. Es ist noch nicht bekannt, wird aber dann im Laufe der nächsten paar Wochen, werden Sie das finden, schauen Sie ins Internet, schauen Sie in die Tageszeitung. Ich kann Ihnen an der Stelle schon mal verraten, worum es gehen soll. Wir wissen seit Olaf Scholz, dass wir in einer Zeitenwende leben. Wir haben heute auch wieder darüber gesprochen, die aber alle Dimensionen betrifft. Wir haben heute über Wirtschaft gesprochen. Das geht genauso für das Thema Umwelt, aber eben auch für das Thema Politik. Also letztlich in allen Bereichen sind wir in einer Umbruchphase. Und diese Umbruchphase ist natürlich der Hintergrund für die Polykrise, in der wir stecken. Und wir möchten uns mal anschauen in unserer nächsten Vortragsreihe, wie Frankfurt damit umgeht. Wir werden uns also gezielt darum kümmern, wie entwickelt sich Frankfurt eigentlich oder sollte sich Frankfurt in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln. Das Thema wird sein Frankfurt Next Generation, also die Überlegung, was denken unsere Entscheidungsträger eigentlich, wo die Reise hingehen soll in diesen verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Umwelt. Der erste Abend wird im Mitte Februar starten. Da werden wir einen Impulsvortrag von Herrn Schneidewind haben. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Es ist eigentlich ein Ökowissenschaftler, der jetzt Oberbürgermeister von Wuppertal ist und dort sich vorgenommen hat, die Transformation zu gestalten. Also sicher ein spannender Abend mit anschließender Diskussion.
Das ist der zweite Punkt, also unsere nächste Vortragsreihe. Der dritte Punkt, kurzer Hinweis. Wir möchten permanent besser werden mit unseren Vorträgen, mit unseren Themen, mit unseren Formaten. Deswegen sehen Sie draußen, wenn Sie zur Tür rausgehen, so einen Barcode, also einen QR-Code, den können Sie abscannen und da bekommen Sie dann einen Fragebogen zu unserer Vortragsreihe, wo wir gerne Ihre Meinung dazu hätten, was Ihnen gefallen hat und was nicht. Sie können auch direkt auf unserer Homepage das wiederfinden, aber wir wären herzlich dankbar, wenn Sie uns ein Feedback dazu geben, sodass wir einfach an der Stelle immer besser werden können. So viel von meiner Seite. Nochmal ganz herzlichen Dank an Sie beide, Frau Holz, Herr Wambach. Ein spannender, lehrreicher Abend. Publikum war auch fasziniert. Ganz herzlichen Dank an Sie alle fürs Kommen, fürs Präsentsein, fürs Mitdiskutieren. Und ich freue mich, wenn wir Sie bei der nächsten Reihe wieder so zahlreich und gesund wiedersehen. Einen schönen Abend. Applaus